Herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Hallo zusammen. Ich habe jemanden dabei, das ist der Markus. Und normalerweise heißt die Sparte ja zu Besuch bei, aber jetzt sitzen wir bei mir zu Hause am Tisch. Von daher habe ich jetzt mal keinen Besuch, sondern der Markus besucht mich jetzt mal. Und mir war eigentlich wichtig, mal mit ihm darüber so ein bisschen zu sprechen, was bei ihm so dazu geführt hat, dass er Roller fährt, was ihn zu den ganzen Reisen angetrieben hat. So ein bisschen, ja, so die Geschichte hinter der Geschichte. Du bist ja nun auch schon relativ viel unterwegs gewesen, hast dich erklärt, hast erzählt, hast gemacht und getan. Wir steigen eigentlich gleich mal direkt ein. Hast wahrscheinlich schon so oft immer wieder die gleichen Geschichten erzählt zu diesem Thema, zu diesem Reisen um die Welt, ne? Und die Fragen, ich habe dich ja jetzt gerade in Koblenz abgeholt bei einem Radiointerview und da waren die Fragen wahrscheinlich auch immer wieder. Es wiederholt sich das meiste. Mhm. Die Interessen drehen sich meistens drum, wie die Idee zustande kam, was ich denn überhaupt so mache. Ja. Viele von den, speziell die normalen Medien, haben keine Ahnung, was es bedeutet, eine Vespa zu fahren. Können sich nicht vorstellen, die denken alle so, das ist halt wie Motorradfahren. Da muss man in die Dimension erstmal erläutern, dass das alles halt mal nicht wie eine BMW GS ist. Aber da lass uns gleich mal einsteigen. Und das würde mich eigentlich mal interessieren, wie ging das bei dir mit der Vespa los und warum Vespa? Also wir sind ja fast gleich alt, ne? Also du bist 76er Baujahr, ich bin 75er Baujahr. Und wie ging das bei dir los? Und warum ging das bei dir mit Vespa los? Man hätte ja auch Honda oder Yamaha fahren können. Oder tatsächlich Suzuki. War mein erster Roller war eine Lambretta J50 Innocenti. Ach, du ahnst es nicht. Das war das erste Ding. Die hatte ich mir besorgt, weil ich zu meiner ersten Freundin musste irgendwie. Die hat 20 Kilometer weit weg gewohnt und die Hormone waren sehr lebhaft mit 16. Ich und erinnere mich dran. Ja, dunkel, ne? Dunkel. Ja. Und irgendwie musste ich ja zu meiner großen Liebe kommen und dann musste ein Mobilität her. Also bei dir war das genau die gleiche Triebfeder wie bei mir, das war diese Freiheit, ne? Also man musste von zu Hause raus, Busse fuhren nicht, ich meine, du bist aus Kempten. Alle Stunde mal auf dem Land und dann wurde für die 20 Kilometer hast du 1,5 Stunden zur Freundin gebraucht. Ach, du machst es nicht. Ja, also der Klassiker, ne? Dieser Freiheitsdrang, natürlich auch dann natürlich befeuert durch Hormone. Genau. Ne? Das erste Mädchen am Start. Amore, die Triebfeder der Welt. Und Mama hat gleich gesagt, hier, du kannst Vespa fahren oder musstest du selber verdienen oder wie ging das los? Warum? Also das Thema war bei uns, das Witzige war, oder das war eigentlich nicht witzig, aber meiner Mutter war das gar nicht so recht, glaube ich, weil meine Tante, die ich nie getroffen habe, ist leider auf einem Mofa verstorben. Auf einem Mofa? Die ist auf einem Mofa, bei einem Mofa-Unfall verstorben. Also sie ist mit 30 km/h gestorben. Die hatte einen tödlichen Unfall und meine Oma und meine Mutter waren dementsprechend sehr große Fans des Themas. Aber de facto war es so, dass meine Mutter nur mal mit dem Motorradfahrer dann zusammenkam, mein Stiefvater. Und der hat uns direkt mal auch mal spazieren genommen auf einer 900er Bol de Ohr zwischen Oberschenkel und Tank geklemmt und mal eben mit 150 die Autobahn runter. Damals hat es halt keinen interessiert, ne? Und dann hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, dass ich natürlich dann... Ja! Ja, aber auch der klassische Weg darüber, dass irgendwer aus dem Familienkreis, Familienumfeld irgendwie Zweirad-affin war und dich damit quasi infiziert und angesteckt hat. Tatsächlich war es ein Kollege von mir aus der Schulzeit. Das war einer von den richtig coolen Jungs. Der ist immer reingekommen, der sah so ein bisschen aus wie Richard Gere. Groß, so die langen Haare, der schwarze Mantel und der ist auf einer orange-roten PX80 ist auf den Hof gefahren mit einer englischen Flagge auf der Backe und die Mädels haben den vergöttert. So. Okay. Und man dachte so, das ist mal eine Sache. Dann bin ich da immer erstmal am Anfang ein bisschen mit hinten drauf mitgefahren. Mhm. Ich hatte dann schon die Fuffi, aber dann sind wir mit der 80er unterwegs gewesen. Das war zu zweit natürlich besser und dann. Irgendwann hatten dann alle irgendwie den 80er und ich bin dann aber direkt von der 50er auf die PX200 mit 18 umgestiegen. Ich habe mir das verkniffen und habe gesagt, nee, das halte ich aus. Und mit 18 kam aber dann direkt die 200er und dann war ich dann erstmal der König der Straße. Im Verhältnis zu dem PX80 war es mit 200 gleich mal vorne mit dabei, die schöne. Und da hat man dann das ganze Taschengeld drin verballert. Hast du den noch, die 200er? Ist, oder das erste? Blutende Herzens, die ist weggekommen.
Ich habe sie nochmal gesehen, also sie blieb im selben, in derselben Ecke. Ich habe die irgendwann mal viel später beim Händler in Kempten wieder gesehen. Da war er dann für eine Überholung da von einem Typen. Mhm. Habe den wiedererkannt, den Roller. Der musste bei mir einiges mitmachen damals. Und ist ja nicht so, dass deine Roller nichts mitmachen müssen. Ein bisschen, jetzt, ein bisschen. Ne? Wobei, das Reisethema hat viel, viel später mit mir angefangen. Also damals war wirklich so 16-Jährige, 18-Jährige, die Blödsinn machen. Wir sind damit über den Feldweg gehäckselt, haben uns teilweise hinten die Rücklichter zum Abschalten einen kleinen Schalter eingebaut, damit wir von den Herren in Grün davonfahren können, wenn es wieder mal eng wurde. Von der Rennleitung. Von der Rennleitung. Weil alle hatten in den 80ern irgendwie ein DR verbaut, illegalerweise. Und das war damals in den 90ern tatsächlich ein Drama, weil die Kontrollen da nonstop stattfanden. Und dann waren auch eine Zeit lang waren die Polizisten auch richtig gut drauf geschult. Ja, ja, ja. War bei uns hier in Aachen auch so. Genau. Ja. Das war Resultat von einem Scooterboy, der wohl die Tochter von einem Polizeihauptmeister in Augsburg angebumst hat. Und der hat sich dann das Thema zum Hobby gemacht, zum persönlichen. Ah, okay. Und der hat dann Jagd gemacht und hat die ganzen umliegenden Polizeipräsidien geschult auf das Thema. Und dann kam noch dazu, dass ein paar aus unserer Clique damals auch den Kräutern zugetan waren. Und dann hat irgendeiner einen beutelchen Kräuter im Handschuhfach gehabt, was nicht dazu geführt hat, dass wir unbedingt angehalten werden wollten. Ach, du ahnst es nicht. Bist du denn die ganze Zeit weitergefahren, also auch die 90er durch? Ich hatte es vor kurzem auch mit jemandem darüber gesprochen, mit Michael zum Beispiel, Michael Zocher. Der hatte auch diese obligatorische Pause drin vor ein paar Jährchen. Hast du auch Pause? Ich hatte eine Phase, da habe ich zwischenzeitlich in 2000ern hatte ich damals so sogar 5-6 Roller. Mhm. Aber die habe ich dann opfern müssen, weil ich dann kurzfristig mit einer Freundin mit Kind und da mussten teure Skiurlaube gemacht werden, alles mögliche. Und da hat man die dann in Teilen verhökert und hat dann versucht, irgendwie sich über Wasser zu halten mit einer ganzen Family an der Backe. Jetzt hat man Ende der 90er, Anfang der 2000er auch kein Geld für die Kisten bekommen. Ne? Das war ja, da war nichts. Das war nur in der Teilen hast du ein bisschen Spielgeld auf eBay damals. Ja. Da ging eBay so los, dann lief das noch. Das kannst du halt auch in die Tonne kloppen alles. Ich habe mal eine 200er bei eBay verbimmelt, 97, da war ein Toughspeed-Auspuff drauf, der gute alte englische Toughspeed. Da habe ich 520 Mark gekriegt und da war ich froh, dass die Kiste überhaupt jemand ersteigert hat. Ja? Heute bezahlst du für einen Auspuff schon 520 Euro. Ja, ja, ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ich habe tatsächlich auch, also es gab ein paar Jahre, da war was ruhiger, aber ich hatte tatsächlich eigentlich immer irgendeinen Roller zu Hause. Und dann war eine Pause und dann 2007 hatte ich eine 50er am Start, eine V50 für 700 Euro aus München. Und die habe ich mir eigentlich nur besorgt, weil ich die unbedingt in Malaga, da habe ich in Malaga gelebt und wollte in Malaga schön die Strandpromenade rauf und runter zum Arbeiten fahren. Und hat mir den zugelegt und da ist dann langsam die Idee gekommen, mal eine schöne lange Tour zu fahren, wäre mal ganz cool. Und wieder einen richtigen Roller zu haben, weil die 50er, da haben wir so einen 85er verbaut oder 102 waren drin verbaut. Und ich bin zwar da regelmäßig von der Polizei angehalten worden, weil ich zu schnell war, aber ich hatte ein deutsches Kennzeichen dran. Da haben sie immer den Stress, haben sie gescheut, da mit Papierkram und so. Ach so. Deswegen haben sie es immer gelassen. Ach, guck. Und und dann war da nur ein Kennzeichen dran oder war die auch in Deutschland angemeldet? Die hat so ein 50er Kennzeichen dran. Ja, ja, aber keinen interessiert. War das auch ein offizielles Kennzeichen? Das war dann halt dran. Ah, okay. Mal für die 2 Jahre. Das war ein 2-Jahres-Kennzeichen. Ach so, ja, stimmt. Ja, das war ja so eine ganz besondere. Ja, ja, genau. Ja, ja. Gab es halt so eine ganz besondere. Genau, ja. Ich habe es auch mal geschafft. In 2018 nochmal habe ich einen 300 Euro PK50 in der Nähe von Cartagena in Spanien gekauft. Für 300 Euro? Ja, eine PK50 XL1 aus Holland. Die hatte die breiten, die leicht versetzten, ausstehenden Blinker. Das war ein Modell für Holland. Ach so, die sind. Und jetzt kam es, das habe ich von einem Spanier gekauft, der gesagt hat, er hat es von einem Engländer gekauft. Und es hing aber ein deutsches Nummernschildchen hinten dran für die 50er und kam aus Holland. Also die wilden Wege dieses Fahrzeugs, ich habe nicht genau nachgefragt, habe nur später dann festgestellt, weil ich war nachts um 9:30 bin ich da angekommen, das Fahrzeug lief und ich habe gesagt, für 300 Euro, das ist der Motor schon wert. Ja, nehme ich mit. Nehme ich mit, schaue ich mir morgen an. Ja. Und ich hatte tatsächlich nur einen Rucksack. Ich bin nach einem Vortrag von Ibiza aus, wollte ich wieder nach Faro in Portugal. Bin mit der Fähre über Mallorca nach Barcelona, habe Freunde besucht in Mallorca und Barcelona und wollte dann die Küste lang mit Bus und Bahn wieder langsam Richtung Portugal. 1000 Kilometer.
Dann habe ich in Cartagena dieses Ding gefunden und habe gesagt, ich fahre die 1000 Kilometer mit der Fuffi. Bis mit dem Eimer dann die 1000 Dann habe ich ohne Werkzeug, ohne Vorbereitung, ohne Ersatzteile, mit einem Handgepäck-Rucksäckchen habe ich hinten auf den Gepäckträger draufgeschnallt und habe mich in 10 Tagen Richtung Portugal bewegt und habe eine fortlaufende Restauration durchgeführt. Nach den ersten 20 Kilometern. Wohlgemerkt, ich bin davor in 80 Tagen um die Welt gefahren. Ja. Hab das überlebt, war bestens vorbereitet, logistisch, alles. Ich habe alles vorbereitet, habe die Nummer in 80 Tagen geschafft, komme in Spanien an, kauf total behindert, ein ungesehenes Fahrzeug für 300 Euro, was ein Albtraum sein muss. Der Typ hat das natürlich wohlweislich schon mal ein bisschen vorlaufen lassen, damit es auch vernünftig anspringt. Ja, okay, klar. Ich fahre aus dem Dorf raus, 20 Kilometer, dunkle Landstraße, mitten im Finsteren, geht die Möhre aus und geht nicht mehr an. Und ich stehe da ohne Werkzeug, ohne dass ich mir helfen hätte können. Sonst hätte ich gar kein Problem. Ich habe sonst immer mein Werkzeug, meine Ersatzteile, gar kein Thema. Ja, und dann habe ich erst mal sehr weit geschoben. Oh. Sehr weit in der Nacht. Du hättest mich eigentlich theoretisch hören können. Das war, wie laut habe ich geflucht. Aber ist das... Also auch mir passiert noch Scheiße. Aber das war jetzt nach der 80-Tagen-Nummer. Das war nach den 80 Tagen. Ich wollte, wie gesagt, ich habe nach den 80 Tagen habe ich... das wissen nicht alle, aber ich habe in Portugal, in Faro, in einem Mercedes, in einer alten Mercedes-Polizeiwanne, diese 609er Mercedes, diese alten großen Polizeibusse, in so einem habe ich in Portugal gewohnt. Also ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich habe ja dann auch die Freundin verlassen und einige andere Opfer gebracht, um diese 80 Tage zu machen. Ja. Und bin dann de facto eigentlich, wenn man es genau nimmt, war ich dann obdachlos und habe in einem Mercedes-Van an der Algarve gelebt. Naja gut, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ich wollte gerade sagen, es gibt Schlimmeres als in Portugal an der Algarve. Und dann habe ich tatsächlich aber meinen Club zu leben. Und habe mich eine Handvoll Clubs haben mich eingeladen, um meine First-Hand-Experience, eben die 80 Tage, einen Vortrag zu machen. Zuerst in Hannover und dann war ich noch auf der Intermod in Köln und dann war ich noch in Böblingen bei einem Vortrag und auf Ibiza und habe mich noch ein Hotelier aus Mallorca eingeladen und die wollten alle, dass ich sie besuche und meine Geschichte erzähle. Und wie gesagt, dann wollte ich langsam wieder nach Hause fahren. Und das Problem war, wenn du 80 Tage nonstop mit einem Tagesschnitt von 400 Kilometer um die Welt rennst, ja, Sachen reparierst, krank bist, Unfälle regelst, Papierkram regelst, du hast einen kompletten Tag nur Terror und du kommst an einen Zielpunkt, dann wartet eine schwarze Wand. Ich saß am Tag 81 mit ein paar spanischen Freunden auf dem Plaza del Sol, in einem Café und ich habe Schweißausbrüche gekriegt, weil ich ruhig sitzen sollte. Weil ich nirgendwo hin musste. Mein kompletter Auftrag war weg. Ich hatte nichts für nach diese 80 Tage geplant. Das war für mich das letzte Ziel und ich hatte nichts für danach. Aber hat man da nicht einfach Bock mal zu schlafen? Hat man nicht einfach mal, taktet man so hoch, dass man nicht mehr runterkommt? Oder ist es so, dass man sagt, boah, jetzt einfach mal... Ich war über Monate erschöpft. Das war nicht das Thema, aber ich konnte nicht zur Ruhe kommen, weil ich saß auf diesem Platz und ich saß wie auf heißen Kohlen. Können wir jetzt nicht irgendwas machen? Ich muss jetzt hier, das war wie, also ich habe ein bisschen getrieben. Recherchiert. Nee, ich hatte tatsächlich dann, ich hatte eine Situation in Kansas, da war ich in einem Motel und diese ganze Reise lief teilweise so schnell und so drastisch und mit so extremen Erfahrungen ab. Ich hatte da gerade, da war ein Tornado. Ja, bin nachts, nach dem Tornado bin ich in diesem Motel gelandet. Der hat sich aufgelöst, aber es war ein wahnsinniger Sturm. Und ich bin dann in diesem Motel gelandet und bin mitten in der Nacht, ich habe mein Regenzeug in die Badewanne geschmissen und dort mit Mitternacht aufgeschreckt, schweißgebadet, wie mit einer Stahlzange um die Brust, Panikattacke und wusste nicht mehr, in welchem Land ich bin. Das war ungefähr Tag 65, 70 um die Dreh rum, also kurz bevor ich in Virginia an der Küste gelandet bin. Es war ein Albtraum. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Und das hat mich später nochmal eingeholt, zum späteren Zeitpunkt. Diese ganz vielen unverarbeiteten Extremerlebnisse, die ich unterwegs hatte, haben mich dann im Jahr drauf eingeholt. Da würde ich gerne mal ansetzen. Und zwar, wir haben ja auch gerade im Auto drüber gesprochen, oder wir haben so uns im Auto auch so ein bisschen noch eingehender über so ein paar Momente unterhalten, wo ich einfach auch gerne für mich mal wissen will, weil das hat ja jeder mal in seinem Leben, dass du einfach an den Punkt kommst, wo du keine Lust mehr hast, wo du keinen Bock mehr hast, wo dir die ganze Scheiße einfach über den Kopf wächst und du einfach denkst so, ihr könnt mich jetzt mal alle ganz gepflegt kreuzweise, kommt da zweimal durch die Mitte, habt da doppelt was davon. Und wenn du jetzt weg bist von zu Hause, auf dem Roller sitzt und so, ich habe dir eben im Auto die Frage gestellt,
Hast du nicht mal das Gefühl gehabt, morgens gehen die Augen auf und sagst, ich bleib einfach liegen, ich habe keinen Bock mehr, ey, leck mich am Arsch, ich bleib mal liegen und penne den ganzen Tag und fahr morgen weiter? Oder wenn du das hattest, warum stehst du trotzdem auf? Und andersrum gefragt, warum bist du nicht liegen geblieben, wenn du das hattest? Also wider der allgemeinen Meinung bin ich nicht gesponsert. Also ich mache die ganze Nummer selbst bezahlt. Da sprechen wir gar nicht mehr drüber. Dementsprechend habe ich meistens relativ fixe Zeitrahmen. Das heißt, diese enorm langen Etappen und Distanzen muss ich in einem fixen Zeitrahmen bewältigen, um meine Budgets zu halten. Okay. Weil mein Spritbudget ist relativ einfach zu kalkulieren. Ich weiß, wie viele Kilometer ich fahre, dann habe ich so und so viel Sprit. Das kann man überschaubar plus minus irgendwas machen. Ja. Klar. Aber wenn ich zusätzliche Übernachtungen habe, zusätzliches Essen habe und die Tage mehr werden, kosten diese Tage nicht mehr Geld. Und die sind auf dem Budget dann nicht mehr drin. Ja, Moment, aber das heißt, außer ich bin jetzt mal bei jemandem eingeladen, das habe ich aber nicht immer. Das heißt, du unterwirfst dich aber dem Finanzfaktor und der überschattet ja komplett die emotionale Seite. Also das heißt, scheißegal, wie es dir emotional geht, ob du Bock hast oder nicht Bock hast, du weißt genau, bleib ich mit dem Arsch jetzt liegen oder bleib einen Tag länger, kostet es mich mehr Geld und am Ende heraus läuft mir das Geld dann quasi so aus der Tasche, dass ich die Reise nicht abschließen kann. Nee, so drastisch ist es nicht. Also es ist schon so, dass ich natürlich mein Budget im Auge habe, aber oft ist es halt auch so, dass ich eine bestimmte Vorstellung von der Tour habe, was ich alles machen will. Also dieses Jahr zum Beispiel habe ich die 16.500 Kilometer gemacht zum Nordkap hoch, Portugal runter und wieder zurück. Und da hatte ich aber fixe Eckpunkte, die ich erreichen musste zu bestimmten Daten. Ich wollte gerade sagen, du sagst, es gibt gewisse Sachen, die ich machen wollte. Willst du eigentlich was anderes machen, außer fahren? Weil du sitzt so viele Stunden auf dem Bock und fährst eigentlich nur. Nimmst du außen was wahr? Mhm. Also hat man, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber hat man Zeit, sich die schönen Dinge anzugucken, wo man da gerade langfährt? Die schönen Dinge schon. Wenn es denn schön ist. Was ich nicht mache, ist, ich mache zum Beispiel wenig klassischen Tourismus. So die typischen Touri-Sachen habe ich auch keinen Bock zu. Also es ist tatsächlich so, dass ich mir jetzt nicht irgendwelche alten Steine angucken möchte. Ich halte regelmäßig an allen möglichen, an einem schönen Fjord an, an Ende der Welt, irgendwo an der Küstenlinie, halte ich an, fahre einen Parkplatz raus, mache da meine Brotzeit, mache da ganz entspannt, mache meine Fotos, sonst würden auch meine ganzen Fotos nicht entstehen. Ich habe 35.000 Bilder. Also ich nehme mir dann schon für diese schöne, oder ich setze mich in irgendeinem italienischen, wenn ich in Italien bin, irgendwo in einen Bergcafé rein und tue mit den drei Signore, die da sitzen, mit ihren 90 Jahren einen Espresso trinken und mit ihren Schnack halten. Aber machst du das Foto, weil du weißt, du musst ein Foto machen für die Community, weil es die Leute interessiert, oder machst du ein Foto, weil du sagst, ich muss den Moment für mich festhalten. Ich muss das für mich greifen und muss das für mich so packen, dass ich sage, wenn ich das Bild sehe, habe ich sofort wieder die Emotion. Also bei mir ist tatsächlich so, dass es ein Mix war. Bei 80 Tagen war es so, dass ich mich an einigen Tagen zwingen musste, zu dokumentieren. Weil ich für mich selber, mir war auch ganz klar, dass ich eine wasserdichte, 100%ige Dokumentation dieser Reise für mich haben möchte im Anschluss. Deswegen hatte ich zum Beispiel auch alle meine Kosten, soweit es möglich war, mit Kreditkarte bezahlt, damit ich eine wasserdichte, schwarz auf weiß Bankzertifizierung hatte. Ich habe an dieser Tankstelle in Sibirien, weil ich den Beweis dafür haben wollte. Für dich weil selber es Leute oder für gibt, andere? Es gibt tatsächlich Leute, die sind dumm genug, obwohl ich war mit knapp 250.000 Leuten in Echtzeit unterwegs. Und es gibt Leute, die dumm genug zu behaupten, ich hätte das nicht gemacht. Ja, interessiert dich das? Das geht dann an. Also wenn dir jemand sagt, hast du nicht gemacht, das ist scheiße. Ja, also so. Könnte mir theoretisch wurscht. Klappspaken. Denn meistens sind es irgendwelche Neider. Also die mit solchen Scheiß um die Ecke kommen. Aber es ist tatsächlich, also ich wollte schon den Nachweis für mich haben. Hm. Weil das ist ja natürlich, also diese 80 Tage, das gab es so nicht. Nee. Und es ist, schau, der Typ, der jetzt zum Beispiel, der Österreicher, der Felix, der aus dem Weltall gesprungen ist, der wollte eine absolut wasserdichte, der wollte eine weltweite Übertragung haben. Das war nicht auch groß vermarktet. Der hat irgendwie 100.000 Tacken für gekriegt, dass er da rausgesprungen ist. Und der wollte das auch haben, dass das komplett dokumentiert ist. Ja, klar. Weil er der Erste und der Einzige war, der das so gemacht hat. Wobei, ein Jahr drauf ist noch mal einer gesprungen. Also das gibt es schon zweimal. Die 80 Tage im Welt über der Vespa? Das wusste ich nicht. Einmal. Ja. Also das ist schon heutzutage ist auch eine Sache, wenn du etwas machen möchtest, was vor dir noch nie jemand gemacht hat, dann solltest du versuchen, es zu dokumentieren. Wenn du heute dir die Bilder anguckst. Ja. Also wenn du dir die Bilder anguckst, macht das was mit dir? Ja. Weil ich hatte ja eben gesprochen, ich will so ein bisschen die Geschichte hinter der Geschichte wissen. Also, warum ich das konkret frage, ist, wenn du dir diese Bilder anguckst,
läuft es dir kalt den Rücken runter, kriegst du Schweißausbrüche, fängst du an zu weinen, weil du vielleicht irgendein dramatisches oder ein hartes Erlebnis hattest oder fängst brutal an zu lachen, weil du genau gewusst hast, da ist irgendeiner mit nackten Hintern über die Fliesen gerutscht und du hast dich da total weggeschmissen? Ich halte meine Vorträge in der Regel ohne Skript. Das heißt, ich nehme eine, ich weiß, ich habe, keine Ahnung, so und so lange Zeit, dann packe ich mir eine passende Anzahl von Fotos und dann klicke ich die durch und erzähle die Geschichte quasi, während ich mit den Leuten aktiv die Fotos angucke. Das heißt, ich spreche frei. Das heißt, jede meiner Vorträge variiert in dem Sinne, weil die Anzahl der Fotos, andere vielleicht auch gar nichts. Nein, nicht geskriptet. Ja, und da ist mir tatsächlich bei meinen ersten Vorträgen, weil du ja gerade die Emotionen, ich stand vor 300 Leuten in dem Saal und habe meine Geschichte erzählt, dann kam ein Foto hoch und plötzlich hatte ich Flut, Land unter. Warum? Weil ich auf was getroffen bin, was ich nicht verarbeitet hatte. Weil ich selber diese Emotionen nochmal, die kamen dann nochmal hoch in dem Moment. Weißt du noch was? Es war ein ganz beschissener Moment, wo ich in Sibirien beinahe von einem Autofahrer abgeschossen wurde. Der hat mich beinahe runtergefahren. Ein anderes Mal war es das Thema, das hatte ich vorhin auch mal erwähnt noch, in Georgien bin ich über die Grenze gekommen und lag ein toter Rollerfahrer vor mir auf der Kreuzung. Du fährst da über die Grenze im strömenden Regen, fährst in den Ortskern rein und direkt auf der ersten Kreuzung liegt ein Roller, eine Leiche, Blutlache und der Verkehr fährt einfach drumherum und die Leute stehen nebendran teilnahmslos und gucken ein bisschen, aber laufen eigentlich weiter. Da ist kein Sandkern gewesen, da war noch kein Polizeiauto, der ist also frisch von der Karre runtergefahren worden, lag da tot in der Blutlache. Und du merkst dann plötzlich, auf was du dich wirklich eingelassen hast. Da wird dann, kriegst du einen Reality-Check mal kurz. Du bist am anderen Ende von dem scheiß Planeten, bist der schwächste Verkehrsteilnehmer, abgesehen von dem Radfahrer da drüben. Du interessierst da ja auch keinen. Du sprichst die Sprache nicht, du hast mit den Leuten nichts am Hut. Wenn die dich von der Karre wichsen, dann schieben die dich in den Graben und es wird noch nicht mal interessieren, dass du da verreckst. Und ich hatte halt Momente, also speziell jetzt auf den 80 Tagen, also hatte ich drei bis fünf Nahtoderlebnisse pro Tag. Pro Tag? Pro Tag. Wie muss ich mir das vorstellen? Mach mal konkret. Du fährst auf der Landstraße dort mit deinen 80 Sachen, 90 Sachen, cruiste sofort hin. Dann kommt im Gegenverkehr ein Auto und dahinter ein schöner, dicker, großer Mercedes SUV mit einem Russen drin, der überholt, schaut dir dabei tief in die Augen, sieht dich kommen und bleibt am Gas. Und du standst ja mit deinen 50 Kilo Ausrüstung am Roller ab in die Walachei, ins unbefestigte Bankett, um deinen Arsch zu retten, weil du kleiner bist. Und das machen die mit dir nicht einmal oder zweimal, sondern, wie gesagt, dreimal am Tag. Stierattacken, Hundeattacken. Man kennt ja diese Bilder von aus dem Internet, diese Dashcams aus Russland, ne? Irre. Ist das genauso? Also, das kann ja nicht getürkt sein. Aber nein, es gab eine Szene beispielsweise, das war eine der krassesten Fälle. Ich bin da im strömenden Regen. Ich habe die schon erzählt gehabt, die letzten drei Tage waren tatsächlich eine Wettfahrt mit einem Taifun. Ich musste vor einem Taifun in Vladivostok ankommen. Und ein Taifun hat die Angewohnheit, extreme Regenstürme vor sich herzuschieben. Das muss man ein bisschen auch für die Leute erklären. Ein Taifun ist ja nicht, es kommt einer, macht einen Schalter an und sagt, und dann macht es Regen? Nee. Wie bei uns? Es geht über Tage. Baut sich das auf und immer stärkerer Wind und immer noch mehr Regen und immer stärkerer Wind, bis es sein Level erreicht. Ah, du wirst ja nicht mehr trocken. Du bist ja, wenn du nass bis auf die Unterhose bist du halt auch nass. Ja, ich stand dann da, die Geschichte habe ich dir mal erzählt, wo ich da in dieser Bushaltestelle stand und der Regen war so stark, dass der Verkehr zum Erliegen kam, weil die Autos, die Scheibenwischer haben es nicht mehr verschoben. Und dann habe ich mich in so einer Bushaltestelle untergestellt, um mich einfach von dem Regen zu verstecken. Dann stehst du in dieser Wellblech-Bushaltestelle an einer Landstraße mitten in Sibirien und ich habe immer so ein Fliegerkombi an. Ja, ich weiß, ja. Manche Leute mögen es, andere finden es affig. Ich finde es einfach praktisch. Ja. Aber es ist unpraktisch, wenn du von Schmerzmitteln, ich hatte ein paar Tage davor einen Unfall, wo mir mein Schlüsselbein aus der Pfanne gedrückt wurde, also verschoben wurde, mit dem Reifenplatzer. Lass mich da kurz mal einigen. Aber wenn du in dieser Bushaltestelle stehst und da geht gerade die Welt unter, selbst der Verkehr kommt zu dir und du stehst in Sibirien, stellst du dir nicht die Frage, was machst du hier eigentlich für eine Scheiße? Richtig, weil ich stand 3 Minuten später, stand ich nackt in der Bushaltestelle und hatte mit unter mir am Boden Kot und Blut. Ich hatte solche Magenkrämpfe, dass ich innerhalb von einer Minute aus diesem Overall raus musste und musste den naturfreien Lauf lassen. Weil ich mir mit Schmerzmitteln, mit der Höchstdosis von 2400 Milligramm Ibuprofen, meinen Magen so ruiniert hatte über die letzten Tage, dass mein Körper macht es ja was. Und dann hatte ich noch ein bisschen schlechtes Frühstück
Und ich war sehr hatte ziemlich gefroren, weil mein Regenkombi war kaputt. Das ist alles die Höchstdosis gewesen. Also es kann man ein paar Tage durchhalten. Ich hatte mich da ein bisschen kundig gemacht. Auf jeden Fall hatte ich dann den Regenkombi. Der war defekt, die Jacke war aufgerissen. Also ich war die ganze Zeit nass. Ich war leicht erkältet. Ich hatte Schmerzmittel, Höchstdosis. Der Schlüsselbeiner Schmerzen entstehen dieser Brustseitenstelle. Und im nächsten Moment will mein Frühstück plötzlich wieder raus. Und ich hatte Magenkrämpfe, dass es mich gleich zusammengezogen hat. Also musste ich dann da... Und scheißt dir die Seele raus. So sieht es aus. Und dann stand ich da und habe... Im strömenden Regen, richtig, in Sibirien. Nackt. Ja. Und die Autos hupen, weil sie sich gefreut haben. Was ja dieser nackte Spinne mit seinem Roller steht. Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt, wo wir hier so lauschig in Aachen sitzen, kann man schon ein bisschen drüber schmunzeln. Aber ich möchte mit dir da nicht tauschen. Und da hast du dann schon ein bisschen Pipi in den Augen. Aber de facto bist du 10.000 Kilometer weit weg von zu Hause. Da kommt nicht Mutti, da kommt kein Taxi, sondern da ziehst du dich an und schwingst deinen Arsch wieder auf den Roller und fährst weiter. Du hast keine Wahl. Wenn du da weg willst, dann musst du fahren. Also es war so, tatsächlich hat Russland mir so den Arsch versohlt über diese 8.000 Kilometer Russland, dass als ich auf der Brücke in Wladiwostok angekommen bin, Wladiwostok, da ist so eine langgezogene Brücke, die führt da in den Ort rein und dann war ziemlich Gewittersturm, es war so 22 Uhr, als ich da langsam auf den Ort zurollte. Ja. Und es hat immer wieder geblitzt und im Blitzlicht hast du dann draußen das Meer gesehen, das chinesische Meer. Also ich wusste, okay, ja, das ist das Meer, ich bin am Ende dieses Kontinents angekommen, da drüben ist Wladiwostok, sind die Lichter, ich habe es gepackt. Ich bin auf diese Brücke rechts rangefahren und habe mal eben 15 Minuten geheult wie ein kleines Kind. Weil ich da raus darf. Ja. Ich bin angekommen, ich darf jetzt hier, es ist Feierabend. Und dann wusste ich, Amerika ist kein großes Ding mehr. Da ist ein Schoko, Glasur, Highways, alles ist bequem. Du kriegst alles, was du willst, überall. Und ich will nicht wieder jeder zweite töten. Das sind andere Welten. Ich habe in Russland auch Zeit verbracht, weil ich dort gearbeitet habe. Wir haben ja auch gesprochen, ich war ja auch in einigen Ländern dieser Erde. Aber um mich wurde sich halt immer gekümmert. Ne? Ich wurde am Flughafen abgeholt, ich wurde in Hotels gebracht, ich bin verpflegt worden. Mir hat man, egal wo ich auf der Welt war, den Arsch gepudert, weil ich halt irgendeinen Auftrag hatte, ich musste halt da arbeiten. Und dich hat man sich halt einen Scheißdreck gekümmert. Ne? Du warst halt teilweise auf der Tankstelle neben dem Roller die Isomatte ausgerollt und habe da auf der sibirischen Tankstelle neben dem Roller geschlafen. Unter der Sicherheitskamera im Scheinwerferlicht werden 200 LKWs getankt haben die Nacht. Weil das der sicherste Platz in diesem Moment war. Ich hatte mit dem Tankstellenpersonal kurz geschnackt, ob das in Ordnung ist, wenn ich mich da hinschmeiße. Und ich hatte Bedenken, dass wenn irgendein besoffener Idiot, und wenn es heißt, nur mit dem Messerchen kommt und Stress macht, dann verliere ich mein Zelt, wenn ich es aufbaue. Weil da muss ich da weg. Dann ist nicht mehr, ich packe mal eben mein Zelt, ist okay, da kannst du nicht diskutieren, sondern gibt es da Hackengas. Wenn im Ausland drei Besoffene ankommen, machen Stress, dann schaust du, dass du deinen Roller springst und dass du da Hackengas hast. Ja, da kannst du dich... Und dementsprechend hatte ich die Isomatte ausgereicht, die kannst du liegen lassen, hüpfst du auf den Roller, fährst du vom Acker. Deswegen hatte ich da, und du kannst außerhalb in den Dörfern, konntest du nicht übernachten, weil da überall die Bärenwarnung war. Und diese Bären kommen selbst an die Parkplätze und wühlen in den Mülleimern. Ja, das ist ja etwas, was man sich hier, das kriegst du ja gar nicht gegriffen. Ne? Wenn du hier mal einen Marder siehst, da regen die Leute sich schon auf, wenn die in die Karre gehen und da reden wir halt einfach über einen Bär, der dich halt mal komplett in deine Einzelteile zerlegt. Wenn ja, wir haben ja diese lustigen Dinge, das sind die Ausfahrten, wenn sie da den Castle Ride machen zum Beispiel, die Freunde die Transfahrer Gassern und so fahren, dann fahren sie ja. Da sehen sie immer die in den Bergen haben sie immer, wenn sie unterwegs sind, sind mit 30, 40, 50 Leuten unterwegs und sehen dann mal einen Braunbären, der ein bisschen an der Leitplanke ist. Ja, da finden das alle lustig, halten die Kamera drauf, weil sie sind ja zu 10 oder zu 15. Da fühlt man sich dann schon kommod. Aber wenn du da allein draußen im Wald liegst, dann bist du einfach einen Snack auf Rädern. Ja, du bist halt Opfer. Ist halt einfach scheiße, ja. Aber es ist ja, wir haben über Russland schon gesprochen, aber es ist ja nicht nur, was mich ziemlich beeindruckt hat, es sind ja nicht nur die Bären oder Tiere, sondern sagen wir mal so, das Unrechts- und Rechtsbewusstsein hat ja durchaus andere Facetten in solchen Ländern. Insbesondere, wenn du halt Ausländer bist und ist irgendwie keinen interessiert, ob du da tot über den Zaun hängst. Was ist mit Menschen? Also, wie hast du die Menschen in Russland wahrgenommen? Weil, mal fährt man da mit Vorurteilen hin? Fährt man da mit Angst hin? Fährt man da mit... wie geht man da dran an die Menschen? Also, ich persönlich habe das versucht, so neutral möglich zu betrachten. Ja, versucht. Der Punkt gelingt ist...
Also ich muss von meiner eigenen Erfahrung sagen, ich war jetzt in 57 Ländern in meiner Zeit. Ich habe 44 mit der Vespa befahren und physisch bedroht, also mit meinem Leben bedroht, dass ich Angst hatte, wurde ich ein einziges Mal. Ja. Und das war ein deutscher Auswanderer in Galveston am Strand. Der war vor 30 Jahren ausgewandert. Ja. Die standen mit ihrem Jeep auf dem Autostrand und haben Haie gefischt. Ja. Vom Strand aus mit so einem kleinen Motorboot und hatten, was ich nicht wusste, ich bin da über den Strand gefahren. Mhm. Ich hatte den Typen noch nie gesehen. Ich bin einfach zum nächsten Pickup hingefahren und habe gesagt, hey, kann man hier zelten? Ich bin Deutscher, ich kenne mich hier nicht so aus. Ist das irgendwie ein Park? Darf ich hier? Und sagt, ich bin auch Deutscher, kannst du hier gleich dein Zelt hinschmeißen? Wir haben auch Bier und wir grillen. So weit, so schön. Und dann war er besoffen. Und die waren aber da schon seit 4 Tagen und hatten schon das 32. Bier irgendwie an dem Tag. Okay. Mhm. Und das hast du im ersten Moment aber nicht gecheckt. Und im nächsten Moment haben wir uns so unterhalten. Einer von den beiden Typen zieht sich das T-Shirt aus, setzt sich auf seinen Angelstuhl und dann gucke ich so rüber, dann hat er hier schon mal die Swastika fett auf dem Arm. Das war schon das Erste, wo ich so ein bisschen so ein hatte, wo es mich ein bisschen zusammengezogen hatte. Er hat sich dann hat gemerkt, dass ich ein Unwohlsein hatte deswegen. Hat er sich bei mir entschuldigt, Jugendsünde, würde er sich am liebsten wegmachen, Enkelkinder und so. Habe ich mal so stehen lassen. Er war auch kein Deutscher, also ein Ami. Die sehen das alles etwas entspannter, das Thema. Und der andere Kollege erzählt mir so, wie er beim Militär in Deutschland war und dann beim Militär bei den Amis und dass er jetzt im Land of the Brave and the Free und was er hier für ein tolles Leben hat und dass er hier tun kann und was machen kann, was er in Deutschland alles nicht darf. Und ich höre mir das so an und ich äußere mich meistens nicht zur Politik und vermeide diese Themen. Gerade in Amerika nicht. Im Ausland generell. Ja, ja. Auf jeden Fall, der eine pennt dann auf seinem Stuhl und ich drehe mich um, dann ist der andere weg. Kommt er wieder von seinem Van und hat plötzlich eine 9mm in der Hand und ballert in die Luft und ins Meer und macht hier einen auf wilden Cowboy. Wollte mir zeigen, wie frei dieses Land ist. Total besoffen mit einer Handfeuerwaffe, wo er mit einem einzigen kleinen Handknick umknicken mir in den Kopf schießen könnte. Das war so mit das Riskanteste. Aber sonst, Menschen, hatte ich eigentlich nie schlechte Erfahrungen. Ich habe dich das eben schon mal im Auto gefragt und du hast ja auch erzählt, dass das dich oft Leute aufgegriffen haben und haben gesagt, komm, fahr mit und so. Mhm. Ich habe dich eben gefragt, du hast Bruchteile von Sekunden oder eine Minute auf zwei Zeit, dir zu überlegen, vertraust du dem oder vertraust du dem nicht? Hm? Instinkt. Also ich kann jetzt zwei Beispiele nennen. Ich hatte einen russischen Ort, da bin ich an der transsibirischen Eisenbahn, an so einem kleinen Bahnhof, an so einem Dorfbahnhof gestanden, bin da hingefahren. Da standen ein paar Besoffene draußen, ein paar Arbeiter, haben gerade Feierabend gemacht und ich bin hingefahren, habe hier so schlafen, Gastinica, habe so gefragt, ob ich irgendwo pennen kann. Dann kam ein relativ angetrunkener Typ auf mich zu, Biker, Friend, komm. Ich so, okay, dann gehen wir halt mal mit, ne? Ja. Und dann habe ich aber gesehen im Augenwinkel, dass dahinter noch einer nüchterner stand und der hat so wohlwollend genickt, dachte so, ja, so alle mal, mit dem kannst du mitgehen, ja, tut dir nichts. Das ist genau so ein Moment, so, du stehst in der Pampa. Ja. Im Nirvana, im Nix. Ja. Und da mag man jetzt klischeehaft denken, was man will, aber die Russen, so habe ich es auch erlebt in meiner Zeit, als ich in Russland gearbeitet habe, wenn die schädeln, dann drehen die sich richtig einen rein und dann schieben die sich. Ja, ja. Das ist schon. Das kann in beide Richtungen gehen. Genau. Immer. So, und dann stehst du da und jetzt. Vor allen Dingen auch, hat man dann nicht auch Beißhemmung, dass man sagt, lass mal, mit dir gehe ich nicht mit. Da könnte man ja, das könnte ja unter Umständen auch ins Gegenteil umschlagen. Ne? Die Situation hatte ich in einem kleinen Holzfällerörtchen. Ich war 3 Tage weg von der offiziellen Hauptroute und bin durch ganz kleine Holzfällerdörfer gekommen. Das war in der Nähe von Chita, auch ziemlich weit hinten in Sibirien, zwischen Ulan-Ude und Chita. Und da geht es 3 Tage durch die Walachei, fährst wirklich bis 3 Tage unterwegs. Weil das nur noch Sandpisten mit Wasserfurten und also allerletzte Straßenzustände. Und die Dörfer sind wirklich kleine Holzfällerörtchen, wo nur noch Sandpisten sind für die Holztransporte. Und da kam ich in so ein kleines Örtchen, da waren vielleicht so 60 Häuschen. Und da war ein Tante-Emma-Laden. Da bin ich rein, da habe ich wieder nach Gastinica gefragt. Das Mal habe ich so ein Brot bestellt, einen Schinken und ein Bier. Und wieder nach dem Gasthaus gefragt. Die müssen mich doch angucken. Dann hat mir die Omi war so eine zahnlose, dicke Russin, die stand dahinter. Njet. Also auch sehr freundlich, sehr liebevoll. Hat sie mir mitgeteilt, dass es hier ausfällt. In der Ecke standen noch 3 besoffene Russen. Und die haben mich alle so von oben bis unten gemustert, als würden sie prüfen, was übrig bleibt, wenn sie mich jetzt fressen. Ja, aber genau. Da habe ich mich dann dagegen entschieden. Ja. Da bin ich dann, obwohl es Sonnenuntergang war, und ich wusste, ich habe 80 Kilometer. Und diese 80 Kilometer auf der Sandpiste sind
2,5 bis 3 Stunden Fahrt, weil ich musste nachts ohne Licht im Stehen über die Sandpiste fahren. Ja, nicht nur das, du musst ja auch 80, du bist bepackt wie ein Esel, mhm, ja, und die Kiste verbraucht mindestens eine Tankfüllung auf die 80 Kilometer mit, so ja, bepackt wie du bist. Du bist eigentlich nur von Tankstelle zu Tankstelle gefahren und hast dann noch zusätzlich zwischen 6 und 9 Liter Sprit am Bike und bist trotzdem teilweise liegen geblieben. Aber das, wie ich versuche das wirklich nachzuvollziehen, weil wenn ich unterwegs war, und das hat mit Roller nichts zu tun, sondern allein von der Arbeit her, ich habe auch so viele Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt. Ich war in ein paar mehr Ländern als du in den letzten 25 Jahren, aber wie gesagt, immer nur beruflich bedingt. Da sind dir die Menschen per se, mit denen du Umgang hast, schon mal wohlgesonnen. Mhm. Und wenn du irgendwo hingehst, die nehmen dich mit und sagen, da gehst du besser nicht hin. Und ne, ich bin mal in Chicago, habe ich einen Leihwagen gekriegt am O'Hare und bin von Chicago aus mit der Karte los und hatte kein Navi und bin im härtesten Ghetto gelandet. Wirklich. Da habe ich, also... Das ist mir in Atlanta passiert, wenn da mich fast Eis vergittert sind, da weißt du, dass du ja, richtig findest. Ganz ehrlich, da hätte ich mich fast eingestuhlt, weil ich echt gedacht habe, Alter, du umdrehen und wieder rausfahren, egal wo du hinkommst, weil das sah so übel aus, da denkst du dann auch nicht viel. Aber das sind so das hat mir wirklich ich habe mir darüber Gedanken gemacht, auf welcher Basis triffst du die Entscheidung, demjenigen dann dein Leben anzuvertrauen? Weil du gehst mit, der kann dich hinter dem nächsten Baum verscharren und von dir hört nie wieder irgendjemand was. Das ist reiner Instinkt. Also du hast ein Bauchgefühl und auf das musst du halt wirklich hören. Das darfst du nicht wegschieben. Hast du ein beschissenes Bauchgefühl, dann tust du es nicht. Und in 90% der Fälle ist das Bauchgefühl richtig. Ein leichtes Unwohlsein, ein leichtes Kräuseln im Nacken, ein irgendwas, was dich stutzen lässt, eine Millisekunde stutzen lässt, dann mink ab, fahr woanders hin. Und wenn es dich eine Nacht irgendwo draußen schlafen kostet oder wenn es dich einen Umweg von 150 Kilometer kostet, scheißegal. Am Leben bleiben. Am Leben bleiben. Das hatte ich tatsächlich, also ich hatte zum Beispiel einen Fall in Atlanta, war es tatsächlich so, dass mir dann der Tankstellenbesitzer gesagt hat, du bist hier gerade echt im falschen Viertel. Du gehörst hier nicht hin. Genau. Genau das ist der Punkt. Du bist dann echt im falschen Viertel. Und du als jemand, der überhaupt keine... Und Atlanta ist eine recht sichere Stadt im Großen und Ganzen, aber es gibt halt dort auch schwarze Viertel. Und es ist eine der schwärzesten Städte Amerikas. Da ist halt dann... Ja, vor allen Dingen, wenn du hast ja mit dieser scheiß rassistischen Nummer nichts am Hut. Nee, gar nichts. Ja, ich meine, wer um die Welt fährt, der sollte per se schon mal keine rassistischen Züge haben, weil kommst halt einfach auch nicht weit. Ne? Und das ist auch der falsche Ansatz, wenn du gerade dich in andere Länder bewegst und andere Menschen, Kulturen und so weiter kennenlernen willst, damit im rassistischen Grundgedanken ranzugehen. Aber jetzt stehst du da so als, sage ich mal, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber jetzt stehst du als deutscher Junge aus dem Land in Kempten oder vom Land in Kempten, ja, völlig unbeleckt und hast mit nichts was zu tun und dann sagt da so ein, und du denkst ja auch nicht dran, dass du vielleicht im falschen Viertel bist und dann sagt dir ein Tankstellenpächter, Alter, beweg deinen Arsch hier raus. Völlig falsche Nummer. Ich will hier keinen Ärger, ja. Das hat er tatsächlich gesagt, ich will hier keinen Ärger, du gehst jetzt. Move. Ja. Fast, move. Den Fall gab's. Was war... Also ich bin da relativ schmerzfrei, was diese Sachen angeht, ja, weil ich aufgrund dessen, was ich in meinem Leben schon so auch beruflich gemacht habe, weiß ich mir zu helfen. Auch in brenzligen Situationen weiß ich mir zu helfen, aber es ist halt tatsächlich, wenn dann irgendwelche Waffen spielst, dann hast du eh immer verloren. Das ist dann scheißegal, was du machst. Ja. Der Fall ist, also wie gesagt, ich vertraue auf meinen Instinkt. Ich bin auch muss ich gerade überlegen. Heimatstadt von Rocky, verdammt. Colorado? Nee. Rocky. Von Rocky Balboa, wo sie es gedreht haben. Philadelphia, genau, ja. Philadelphia. Die haben da so eine Bar Street. Ich war da in so einem Hostel, Hostel ist nicht so ein Hostel wie Philadelphia, sondern Philadelphia ist East Coast. Ja, da bin ich losgefahren damals. Ach so, okay. Auf meiner Coast to Coast. Da oben. Dann bin ich bin von New York über Philadelphia und Washington bin ich runter zu meinem Bruder nach Virginia Beach. Dort habe ich dann den Roller genommen. Also bis dahin bin ich mit dem Greyhound-Bus gefahren.
von was mein Bruder mir abgeraten hatte, weil Greyhound ist heutzutage eher Sträflingstransporte. Das sind so die richtig armen Leute, die sich nichts leisten können, die fahren Greyhound. Das ist so wirklich so Second Class. Mein Bruder ist damals auch mal so ganz lang vom Greyhound, aber es war noch zur Zeit, wo das noch ein bisschen weniger extrem war. Aber diese ganzen Bushaltestellen für Greyhounds sind eigentlich nur in irgendwelchen schlechten Vierteln, in ganz üblen Ecken. Und es war tatsächlich so, dass ich dann auch zwei Ex-Häftlinge kennengelernt habe im Greyhound und aber dann, also auch eine dicke Mutti irgendwie aus Mississippi mit einem dicken Kochtopf. Also es ist wirklich ein Kulturschock in diesen Bussen. Die sind so wie bei uns Flixbus, nur halt die harte Nummer in hart. Flixbus in hart, genau. Und dann war ich, wie gesagt, in Philadelphia auf dem Weg runter zu meinem Bruder, um den Roller zu holen, den ich dort gekauft hatte, für die Überführung an die Westküste, wo ich ihn dann platziert hatte für die 80 Tage. Und bin so unterwegs und schreibe mit meinem Bruder und sage, ey, ich gehe jetzt noch runter ein Bierchen trinken in der Bar Street. Mein Bruder, hey, du bleibst in dem Hostel, du kannst hier nicht nachts irgendwie in Philadelphia rumrennen, bist du wahnsinnig. Nee, ich gehe jetzt noch auf ein Bierchen. Der Witz ist, wir reden nicht über Sibirien, sondern wir das war jetzt Philadelphia. USA. Ne? Da bin ich halt aber nicht mit dem Taxi irgendwie zur Bar, in die Bar rein, wieder raus ins Taxi, wieder zum Hostel, so wie das der typische Tourist so macht, sondern ich bin halt hingelaufen. Quer durch. Ah. Und bin die Bar Street halt runter. Das war einfach cool. Ich habe mir das richtig angucken. Ja, aber man weiß halt nicht, wo man langläuft. Ja, aber sonst siehst du es ja nicht richtig. Ja, aber wir... Generell denkt man ja, du kannst ja langlaufen. Du tust ja keinem was. Vielleicht kann ich das Thema insoweit abschließen, dass ich sage, wenn einer die beschissene Idee hat, mit einem 125 Kubikzentimeter Kackfass aus den 70er Jahren den Planeten zum Mond in 80 Tagen, ist er nicht ganz risikoscheu. Ja. Dann hat er so ein gewisses Level, wo du sagst, okay, der macht auch mal was Dummes. Einfach, weil er Bock drauf hat. Ich bin aus Flugzeugen gesprungen in meinem Leben, ich bin mit Haien getaucht, ich habe sehr, sehr viele Sachen gemacht, einfach für den Kick. In der Bar Street, wie gesagt, ich bin die Bar Street einmal rauf und runter gelaufen und habe festgestellt, das ist der Laden, da geht's richtig ab, geile Mucke, fette Schlange Leute vorne draußen, da gehe ich jetzt rein. Ich hin an die Kasse, meine 20 Dollar Eintritt, reingelaufen, an die Bar, Drink geordert, einmal rumgedreht, Rücken an die Bar und stell fest, ich bin einzig weiß im ganzen Laden. Fuck. Geile Nummer. Es hat genau 3 Minuten gedauert, dann hat mich die erste schwarze Mutti angetanzt. Und zwar, ich wusste genau, was das für eine Nummer ist. Wenn ich nur zucke, bin ich tot. Ja. Dann tanzt du dann ganz dezent, tanzt in die andere Richtung mit deinem Getränk und schaust, dass du dich schleichst. Ich hatte es trotzdem lustig in dem Abend und wir haben so gelacht, aber ich wusste genau in dem nächsten Moment, eine falsche Bewegung und ich trage ihn hier aus. Weißt du halt dann. Was war der Moment auf der Reise, wo du dir wirklich der größte Moment, wo du am allermeisten Angst hattest, wo du gedacht hast, du kommst nicht mehr lebend aus der Scheiße raus, wo du wirklich Angst um dich, um dein Leben hattest oder gedacht hast, das kann jetzt hier ganz, ganz übel enden. Wirklich Angst. Also fatal war es tatsächlich, ich habe vorhin erzählt, ich war 3 Tage verschollen hinter Ulan-Ude auf dieser schlechten Piste. Verschollen muss man erklären. Ich hatte keinerlei Empfang mehr, was Telefon angeht. Ich hatte keinen Internetempfang. Ich konnte weder telefonieren, noch hatte ich noch Navigation, die funktioniert hätte. Mhm. Also es war einfach alles nutzlos. Ich bin nur noch der Straße gefolgt und mehr oder weniger nach Sonnenstand gefahren an dem Punkt. Weil ich so weit von der Hauptroute weg war, dass einfach nichts mehr war. So, und genau auf diesem Streifen ist die Straße so schlecht geworden, dass ich einen Reifenplatz hatte im Hinterreifen. Und bin dann über einen circa 1/2 Meter tiefen Graben ab in die Walachei. Jetzt muss man dazu sagen, für alle, die nicht wissen, was es heißt, auf einem 10 Zoll Roller einen Reifenplatzer zu haben, du biegst schnell ab. Du biegst schnell ab und wenn man auch noch Gepäck und richtig Kilo am Arsch hat, biegst du noch schneller ab. Also ich habe quasi 1,5 Fahrspuren. Das war so eine einspurige Landstraße, wie es bei uns so auf den Dörfern gibt, wo so langsam aneinander vorbeikommst. So die Breite von der Straße war das. In sehr schlechtem Zustand mit vielen Löchern und viel rauem Asphalt und Reifen war wegen viel Gewicht auch super heiß. Und da waren keine Straßenlaternen. Ne? Nein, da war nichts. Es war einfach nichts. Also es war am helllichten Tag, aber da war nichts. Es hat nach dem Crash, ich bin abgeflogen. Also ich bin erstmal 200 Meter, 300 Meter in extremen Schlangen, bis ich dann irgendwie eine Geschwindigkeit erreicht hatte, dass ich in den Graben raus bin. Und dann habe ich da es gibt ein Foto davon, also ich kann dir nochmal das Foto noch zeigen. Ich bin da über diesen Graben hinweg und der letzte Gedanke war, wo ich im Graben bin, habe ich große Steine gesehen, bitte nicht das Motorgehäuse. Das war der letzte Gedanke, also
Das lief relativ absurd, langsam, ne? Im Kopf, ist total absurd. Absurd, also du nicht, bist kurz davor. Nicht der Schädel, sondern bitte nicht das Muttergehäuse, weil es ist die Reise vorbei. So, das ist der Gedanke. Hast du einen Helm an? Immer. Ja, klar, immer. Mhm. Immer, du ziehst ihn nicht aus. Also auch in Amerika, in den Staaten, wo ich es hätte tun können, du ziehst ihn nicht aus. Nein, nein. Weil es einfach ist bekloppt, ist ein Risiko, das du nicht eingehen willst. Weil, wie gesagt, du kannst zu jedem Zeitpunkt, ich hatte... Du fährst durch Sibirien, Mann, ey, du redest über Risiko mit Helm und Bären und du sagst mir, den Helm ausziehen, das ist Risiko, was ich nicht eingehen will. Ich hatte auch in der kasachischen Wüste so ein Protektorenhemd für Enduro-Fahrer an, bei einer Bullenhitze von 42 Grad und mehr. Da ist dann scheißegal, ob sie die Himmel hinten runterrollt, weil du weißt einfach, wenn ich 27.000 Kilometer fahre, ist es nicht eine Frage, ob ich mich hinlege, sondern nur wann. Hat der, wie sah der Roller danach aus nach dem Abflug? Ich hatte wirklich Glück. Also es hat mir den Reifen halt komplett runtergezogen. Es hatte so ein bisschen vorne den Kotflügel verbogen, aber der hatte schon vorher was abgehabt, weil mir ist einer auf einen parkenden Roller in der Türkei rückwärts mit dem VW-Bus draufgefahren. Ach, die Nummer, ja, das hast du schon mal erzählt. Genau, bin ich raus, wollte mir auf die Fresse hauen. Das war auch sehr kulturell austauschend, das Ganze. Also er hat sich dann tausendmal entschuldigt, aber er hat immer dumm dabei gegrinst. Und es war einfach nur Verlegenheit und ich habe es halt total falsch gedeutet. So ein Touristenpolizist hat dem Typen das Leben gerettet, indem er mir übersetzt hat, dass es ihm wirklich leid tut. Und dass er einfach nur aus Angst und Nervosität hat er ganze Zeit gegrinst. Und ich war kurz davor, mir echt die Fresse zu polieren auf offener Straße, weil ich gesagt habe, jetzt hörst du mal auf zu lachen, das ist nicht lustig. Weil der ist ausgestiegen aus dem T5, der hat rückwärts auf meinen Roller, ist da draufgefahren, der stand vor dem Hotel geparkt. Ich hatte auf Ersatzteile gewartet. Ich war eh schon, ich hatte so eine Krawatte, weil ich ewig auf Ersatzteile warten musste. Die Nummer. Und dann fährt mir der Typ rückwärts mit dem T5, irgendein Touristentransporter, fährt der auf mir vorne auf meinen Kotflügel drauf. Und ich komme in dem Moment aus dem Hotel raus und stehe da fassungslos, wie mein Roller umgebügelt wird. Nicht, ja? Dass du irgendwie abgeflogen bist, sondern... Nee, aber der Roller auch nicht so. Es ist jetzt nichts. Gabel geschrottet, Roller vorbei. Ja, ja. Reise vorbei, 80 Tage gelaufen. Ja. Das ist der einzige Film, den du in deinem Kopf hast. Du hast dieses Ding und du willst es erreichen und dann setzt du alles in Bewegung. Weil du hast ja auch ein enormes Risiko eingegangen. Monetär, du hast deine Fresse aufgelassen, du hast vor tausenden von Leuten behauptet, ich fahre jetzt in 80 Tagen in die Welt. Dann willst du ja auch hinstehen und es machen. Es gibt ja ungefähr nichts mehr. Ich habe mir das Versprechen für die 80 Jahre auf die Haut tätowiert. Aber ist es jetzt, wir machen mal einen Schwenk dazu. Wir kommen gleich nochmal auf diese Angst zurück. Aber ist es die Triebfeder, dann nicht als Laberkopf dazustehen? Das ist keine doch im Grunde, du stehst in der Türkei. Nee, du bist aber das hatte ich mir zusätzlich noch als Versprechen gemacht. Ja. Das ist wie jemand, der unbedingt Rauchen aufgeben möchte. So ein bisschen, so ein kleines Fünkchen an sozialem Druck, das möglichst vielen Leuten zu erzählen, die sich daran erinnern. Das hilft. Weil, wie gesagt, ich wusste, es wird Momente geben, da habe ich die Schnauze bis hier. Ja, das wusste ich. Weil mir war klar, dass es hart wird. Ich hatte aber noch gar keine Ahnung, wie hart die Nummer wird. Obwohl ich davor schon ganz Europa gemacht hatte. Ich habe ja schon ich hatte allein schon 4 große Touren durch Europa gemacht. Mhm. Eine davon schon mal mit 22.500 und 32 Ländern und ein Stück von Afrika mitgenommen. Mhm. Also ich hatte schon ein bisschen was gesehen an Straße. Ja. Ich bin jetzt nicht irgendwie unbedarft losgefahren. Aber was mich dann in Zentralasien erwartete, das war dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Lass uns nochmal kurz auf die Angst zurückkommen. Also das heißt, du hast dich gerade auf die Fresse gelegt und dein erster Gedanke war, oh Gott, bitte nicht den Motorblock kaputt, weil wenn Block kaputt, dann scheiße. Ja, weil ich war auch mitten in der Walachei. Das hat eine Stunde gedauert, dann kam der erste Lada Niva vorbeigetuckert. Und im Gegensatz zu Amerika hält dort nicht jeder an und fragt dich, ob er dir helfen kann. In Amerika, automatischer Reflex, du stehst in der Wüste und du bist nur beim Foto machen. Dann halten die an und fragen, can I help you? Hey, Alter. Everything okay, do you have water, do you have... Ja, ja, ja. Sofort. Die Russen, am Straßenrand wartet nur Ärger, Räuber und Probleme. Ich schaue in die andere Seite und gebe Gas. Genauso hat er das gemacht. Ich lag da erstmal da, bin von dem Roller abgestiegen, lag da im Gras und habe erstmal eine Viertelstunde gebraucht, um wieder atmen zu können sauber, weil ich mir, wie gesagt, die Schulter ganz böse gestaucht hatte. Ja. Das Schlüsselbein war leicht verschoben und ich hatte höllische Schmerzen und dann liegst du erstmal da auf dem Latz und tust mir erstmal gar nichts. Ja, aber genau das ist so ein Moment. Ich habe noch den Schlüssel umgedreht, dass der Roller aus war und dann bin ich erstmal wieder umgefallen, umgesackt und dann lag ich da und habe mir erstmal überlegt, ob noch an mir alles dran ist. Warum sagt man dann nicht, jetzt leck mich am Arsch, jetzt fahre ich nach Hause? Ja, weil du nicht nach Hause kannst. Da gibt's kein Zurück. Ja, aber was macht das mit dir? Willst du mal auf der Karte nachschauen, wo das ist? Nee, pass auf. Aber Cheater. Jetzt aber mal im Ernst. Aber was macht das mit dir? Hast du nicht im Kopf, dass du sagst, ey, ihr könnt mich am... Jeder scheiß drauf, ich will nur noch nach Hause, tut alles weh.
Und du weißt, du kannst nicht nach Hause. Was geht da im Kopf vor? Da ist irgendeine Fehlschaltung bei mir. Ich ziehe immer durch. Wenn es am dreckigsten, am hässlichsten, am kältesten, am miesen wird, dann funktioniert das. Aber das hat ja schon was von Selbstkasteiung. Ich weiß nicht, ob das ein Überbleibsel irgendeine Fehlschaltung ist, die ich mir bei der Bundeswehr eingefangen hatte damals. Ich war bei den Fallis auch, da haben sie uns richtig gequält damals. Ja, ja. Und ich habe halt festgestellt für mich, wenn es, also auch dieses Jahr bei der Nordkap-Tour, wenn es so richtig dreckig kommt, dann funktioniere ich am besten. Dann schalte ich auf den Instinktverhalten zurück und dann funktioniere ich relativ gut. Es ist ja auch recht aussichtslos. Ne? Du kannst dich da ja nicht hinsetzen und sagen, Edge-Badge, so, jetzt komm, beam mich mal zurück, Scotty. Ja, wenn ich jetzt Mimimi kriege und neben dem Roller sitze und weine, holt mich deswegen nicht Mutti nach. Nee, es kommt keiner, nimmt dich an der Hand. Da kommt auch kein Taxi und nee, und keiner. Ich bin ja immer allein unterwegs. Ich fahre keine Gruppenreisen irgendwie an Gardasee oder mal kurz Korsika mit ein paar Freunden. Nee, sondern ich bin ja schon da unterwegs. Aperol-Spritz. Ja, genau, schon Aperol-Spritz in Saint-Tropez, wie gewisse Herrschaften, mache ich nicht. Sondern wenn ich da bin, dann bin ich alleine. Und dann bin ich meistens schon mit 500, 600 Kilometer unterm Sack an dem Tag. Also ich bin müde, kaputt und dann steht da keiner, der sagt, hey komm, geht noch was. Sondern ich muss das aus mir selber rausholen. Ich finde das hochgradig faszinierend, weil das für mich, wenn man das hört, da ist man schon sehr, sehr geflasht, weil das für mich persönlich auch, ich würde mal von mir behaupten, so, ich bin schon mutiges Kerlchen, ne? Also ich scheue auch nicht so unbedingt das ein oder andere Risiko. Aber ich habe mir oft überlegt, auch wenn wir, ob das in Kempten war oder jetzt im Auto war, egal wo wir gesprochen haben, ich habe mir oft überlegt, hätte ich die Eier dazu, das zu machen? Und ich sage dir, ich hätte sie nicht. Weil dieser Faktor X, der da mit reinspielt, und dass du nicht weißt, machst du morgen wieder die Augen auf? Und wenn ja, wenn du sie aufmachst, wo machst du sie auf? Was ist um dich rum und wie geht's weiter? Und dieses Sicherheitsdenken, was du hast. Das dazu kommt, dass ich natürlich selber auch schon einige Länder gesehen habe, auch schon das ein oder andere Land gesehen habe, wo ich, Nigeria zum Beispiel war ich, da willst du einfach nicht tot über dem Zaun hängen. Mhm. Ja? Wo mich Leute mit einer AK bewacht haben, als ich eine Maschine aufgebaut habe. Die haben nicht mich bewacht, sondern die haben die Maschine bewacht. Mhm. Das musst du dir also mal vorstellen, ich habe eine Maschine aufgebaut und da steht, das war noch nicht mal Militär, das waren irgendwelche Angestellten oder Security von dieser Firma und die stand mit der durchgeladenen, entsicherten AK, damit man mir die Maschine nicht unterm Arsch wegklaut. Und ganz, sie haben ja ganz normaler Truckstop in Russland. Ja. Hatte ich genau dasselbe Thema. Und das sind so die Momente, so wenn du, und Nigeria ist jetzt, das ist schon heißes. Das ist ein bitteres Pflaster, ja. Ja, so, das ist schon eine Nummer, wo da gehören auch Eier dazu. Als mein Arbeitgeber mich damals gefragt hat, ob ich da hin will, habe ich doch klar, völlig naiv, klar, kein Problem, mache ich. Ne? Du gehst halt immer sehr positiv an die Sache ran, da wird schon nichts passieren. Und dann landest du, steigst aus, oder in Kolumbien mache ich zum Beispiel, da hat mich am Flughafen der Firmenchef abgeholt mit drei Autos. Und hat gesagt, du steigst in die Mitte ein, vorne und hinten bewaffnete Security. Da habe ich gesagt, warum das denn? Ja, sagt der Alte, du bist hier in Medellin. Wenn Medellin, ich weiß nicht, ob du Medellin kennst, du landest oben bei 2400 Metern ungefähr und dann musst du die Serpentinen runter in die Stadt und da sagte mir der Firmenchef, jeder, der hier ankommt und westlich aussieht, ist ein tendenziellen Opfer der Guerillas. Dann wirst du entführt, da sieht keiner mehr von dir eine Lampe. Dann sitzt du da in dem Auto, in dem gepanzerten Auto vor dir und hinter dir bewaffnete Security. Und du raffst es trotzdem nicht. Ne? So. Und wenn ich dann so daran zurückdenke, an das, was ich erlebt habe, und das war jetzt bei weitem nicht so dramatisch, was du erlebt hast, aber mir würden die Eier fehlen. Und ich sage von mir, ich bin schon ein mutiges Kerlchen, aber nein. Ich habe vor kurzem ein schönes Zitat mitgekriegt, und zwar ging es um Träume. Träume haben, hat fast jeder einen. Ja. Träume haben ist einfach. Ja. Aber die Eier zu haben, deinen Traum in die Realität umzusetzen mit allen Konsequenzen, den Opfern, die es dafür braucht, und es durchzuziehen bis zum bitteren Ende, egal was es kostet. Und zwar nicht nur, ich rede nicht von Geld, sondern egal was es kostet, bis zu dem Punkt hinzugehen, dass du dir den Traum erfüllst. Das macht den Unterschied. Ja, aber das für mich. Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es ist ja auch oft so, dass es da bedeutet, dass man aus der eigenen Komfortzone raus muss. Ja. Und ich höre immer so oft von vielen, also ganz viele Postings, ach, ein Traum würde ich auch gerne machen.
Und was ich, mein erster Instinkt ist inzwischen, nee, würdest du halt nicht. Genau, dann hättest du es ja gemacht. Erstens mal hättest du es dann gemacht und zweitens ist es so, da draußen herrscht der Irrglaube von einer ganzen großen Anzahl Leute, man kann alles haben, auf einmal, nebenbei. Die glauben, sie könnten das große Haus, das große Auto und dann noch das große Abenteuer haben und das nein. will ich, nee. Nein, nein. Weil das kommt alles mit einem Preisschild. Genau, und das ist genau das, worüber ich auch gerne kurz ein Wort verlieren würde, weil bei uns in Deutschland ist es ja oft so, dass du, wir Deutschen sind ja immer geneigt, wir hängen ja an alles ein Preisschild dran. Ne? Mhm. Es ist nichts wert, wenn der Preis nicht dran steht. So. Ja. Und wir oder viele von uns sind ja verhaftet in ihrer eigenen Welt und keiner von uns, ich zum Beispiel, könnte es mir auch nicht leisten, mal zu sagen, ich klinke mich mal 8 Wochen aus, ich habe Verpflichtungen. Ja. Ja? Verpflichtungen, denen ich nachkommen muss, ich muss Geld verdienen, ich muss Unterhalt für meinen Sohn zahlen zum Beispiel und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe Verpflichtungen, die es mir nicht möglich machen, einfach solche Dinge auszuleben. So. Und jetzt machst du das trotzdem und das kostet dir einen Scheiß viel Geld. So. Ja. Und ich habe, wir haben da oft drüber gesprochen und ich habe auch die eine oder andere Diskussion miterlebt, dass die Leute immer nicht verstehen können, wie du das finanzierst. Und ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil es wirklich wahrscheinlich Leute gibt, die glauben, dass wenn du dich auf deinen Roller setzt, dass es eben nicht der Aperol-Spritz ist, den du dann irgendwo an einer Strandpromenade nippst und da von nettem Kaffee zum netten Kaffee pendelst, sondern du stehst nackt in der Bushaltestelle und scheißt dir den Arsch wund, weil es dir dreckig geht. Ja. Das ist... Und da bezahlst du auch noch Geld für. So, jetzt ist allein das ist schon völlig absurd. Aber jetzt stehst du da und was macht das mit dir, wenn die Leute dich irgendwie mit diesem Faktor Geld, wenn die dir damit auf den Sack gehen? Ja, ist halt schade. Weil für meine Begriffe, wenn jemand nur sagt oder der Meinung ist, er braucht nur für die Reise, waren es jetzt beispielsweise für das Gesamtprojekt 80 Tage um die Welt mit Vorbereitung, Nachbereitung der Reise durch Amerika, Kaufen vom Roller, hatte ich 25.000 Euro ausgegeben. Ja, das ist und schon die Leute, Summe. Das ist eine ordentliche Summe, das ist viel Geld, das ist für viele Leute sehr, sehr viel Geld. Aber wenn ich das hochrechne, das sind 3 Euro pro Kilometer, die ich zurücklege, aber ich habe insgesamt 75.000 Kilometer und 160 Reisetage gebraucht für das Ganze. Mhm. Ich bin insgesamt über 37.000 Kilometer allein auf Achse gefahren. Aber und dann ist es so, die Leute denken, wenn ich ihnen jetzt 25.000 Euro und 3 Monate Zeit gebe, dass sie das auch einfach so tun könnten. Und das finde ich dann schade und teilweise sogar beleidigend, weil sie nicht verstehen, was alles passieren muss, um überhaupt an den Start zu gehen. Der harte Weg ist nicht, die Reise selber ist, du hast ja beschildert, ist nicht unbedingt immer lustig. Der harte Weg ist, gegen alle Widerstände, die dir von Freunden, Verwandten, Bekannten, deinem Chef und hin zu dem Kunzi, dass du bekloppt bist, dass du blöd nicht. Bist, dass es Schwachsinn, schaffst du eh nicht, laber nicht, bla bla. Bis du an den Start gehst, den ersten Mal in den Kickstarter trittst und vom Hof fährst. Wie viel du bis dahin schon opfern und Widerstände überwinden musst, bis du aus unserer Gesellschaft mal für einen kurzen Moment ausbrichst. Ja. Und das wird alles weggewischt mit, was hat es gekostet? Ja. Aber wenn ich so viel Geld und Zeit hätte wie du, dann würde ich das auch machen. Und das ist beleidigend. Wie viele Leute glauben, dass dir jemand vorbeikommt und dir, sagt, hier, hast 25.000 Euro, mach mal. Das ist ja selbst gespartes Geld. Das ist ja nicht so, tatsächlich Leute, die glauben, weil ich so einen süßen Arsch habe, dass irgendwelche Leute kommen und mir das dicke Sponsoring reinschieben. Nee, ist halt nicht. Mhm. Das heißt, ich spare immer so lange, bis ich so ein Projekt gestemmt kriege. Manchmal fahre ich auch schon teilunterfinanziert los. Ja. In der Regel hoffe ich immer, dass ich einen gewissen Puffer habe, aber meistens eskalieren die Kilometer dann weiter wie das Budget. Mhm. Und dann ist es halt notwendig, dass ich beispielsweise nur jeden dritten Tag bezahlt untergebracht bin. Also mir einen Campingplatz oder ein Hostel oder irgendein kleines Bett leiste und die restliche Zeit campe ich wild. Tankstellen fressen. Also meine Freundin ist immer ganz fasziniert, wie ich dann teilweise unterwegs immer Gewicht verliere, obwohl ich eigentlich nur Mist in mich reinschiebe. Und überhaupt, weil ich sage, nee, ein Restaurant ist halt nicht drin. Läuft halt nicht. Ja, ja, klar. Wenn ich eine Kulinariktour buchen möchte, dann buche ich mir einen netten Flug, mache eine Woche Urlaub in Barcelona. Das ist ja etwas, was man nicht außer Acht lassen muss. Es sind ja diese Nebenkosten, die da
Visa, Reisen, Übersetzen, Fähre, Flieger, Roller kaufen, Roller hinstellen, dies, das, hinher. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du mit den 25 Mille losfährst und, ne? Nee, was das kostet die Welt? Das war das Gesamtprojekt, ja, 25. Ja. Das heißt, die ganzen anderen Sachen schon, waren da schon inklusive. Ja, ja. Ich rede von allem, die Papierkram, alles. Ja, ja. Und das heißt, und da bin ich aber noch die 10.000 Kilometer nach Amerika gefahren. Ja, ja. Also deswegen, ich habe dann, wie gesagt, an Bushaltestellen in Sibirien ohne Zelt geschlafen. Ja. Jeden dritten Tag mal irgendwo untergebracht. Ich habe von Haus aus immer Notfallrationen, die kleinen asiatischen Tütensuppen, auch jetzt an der Nordkap-Tour. Da packe ich einfach mal 10 Stück ins Gepäck, die wiegen nichts. Boah, Alter. Und dann, die schmecken auch noch, als hätte sie ein Stück Holz gelutscht. Die schmecken scheiße, aber wenn es abends irgendwo an einem See in Schweden bist und hast kein Plätzchen zum Schlafen gefunden, dann schmeiß ich mir meinen bitteren Klapp-Esbit-Kocho von der Bundeswehr an und mach mir eine Tütensuppe. Nur das sehen die Leute nicht. Nee. Die Leute glauben, dass ich dann irgendwo noch in einem netten Restaurant war. Und das findet halt nicht... Wie gesagt, die Leute glauben, sie könnten alles haben. Mhm. Sie haben eine 40.000-Euro-Küche oder noch mehr und denken, ja, aber die Reise für 25.000 Euro, die mein Traum meines Lebens war, die ist dann plötzlich teuer. Ja gut, so eine Küche ist meistens auch finanziell. Das sind Relationen, weißt du? Ja, ja. Ja, ja. Ich meine, jetzt haben wir ganze Menge auch von viel Scheiße unterwegs gesprochen. Gibt es ein, zwei, drei Momente, wo du sagst, das sind so Momente, die haben dich komplett abgeholt, das war super lustig, da warst du super glücklich, wo du sagst, diese eine Moment oder diese zwei Momente, die sind es gewesen, wo du sagst, ja, die ganze Scheiße hat sich echt gelohnt. Ein Blick, irgendeinen Ort, eine Zusammenkunft mit Menschen, irgendwas erlebt. Gibt's da was? Wenn du es sagen müsstest, also wenn es so ein Emotionsgerät gäbe, das die messen würde, ja, dann wäre so eine Fahrt immer so. Konstant. Das heißt, du gehst von hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Wenn es jetzt nur Scheiße wäre und nur tief wäre, wird sich das auch keiner mehr antun. Hätte ich auch keinen Bock zu. Aber es ist halt so, dass ich dann einen total beschissenen Tag habe. Es hat mich, jetzt auf der Nordkap-Tour habe ich es wieder gehabt, da schüttet es mich 6 Stunden lang zu und ich habe Sturmböen auf irgendeiner beschissenen Brücke, dass mich hier von der Brücke runterweht. Die Unterhose ist nass, es ist alles triefnass und ich friere wie ein Hund. Ja. Und abends sitze ich dann von einem Wildfremden eingeladen bei einem Leckeressen, trink bestes belgisches Bier und am nächsten Tag machen wir einen Ausflug gemeinsam um ein paar meiner Ausflugsthemen. Einfach aus Gastfreundschaft nimmt der Tag für mich frei. Hast du das viel erlebt, dass die Menschen gastfreundlich sind? Und extrem. Ja? Ja. Was glaubst du, woran liegt das? Warum? Jetzt ist es ja so, dass, das ist meine Erfahrung gewesen, wir Deutschen sind in nicht allen Ländern dieser Welt herzlich willkommen. Hat natürlich was mit unserer Geschichte zu tun. Ja. Hat auch ein bisschen was mit der aktuellen politischen Lage zu tun. Immer mal wieder. Sind dir die Menschen mit Ressentiments begegnet oder waren die alle open-minded? Also die, wo du wirklich die Gastfreundschaft gespürt hast. Wie kam dir das vor? Also ich habe tatsächlich fast nur gute Erlebnisse. Echt? Ich hatte mal eine seltsame Situation, das war aber 2014, schon ewig her. Da saß ich irgendwo in Litauen in einem Hostel und da kam das Gespräch auf, wer wir sind. Wir saßen da zusammen, das war so ein gemischtes Hostel, junge Leute. Und dann ging es so, wo kommt ihr her, was macht ihr so? Ja. Und ich stelle mich vor, ich bin der Markus aus Deutschland und der Israel in der Ecke steht auf und geht. Das war mal so eine Situation, wo ich so bewusst war, okay, wir sind nicht überall beliebt. Wobei ich mir dann hat der ganze Raum halt so gemeint, okay, der hat den Schuss nicht gehört. Bei dem ist noch nicht angekommen, dass das eine Weile her ist. Das gibt's, klar. Aber in der Regel war es wirklich so, die Leute sind teilweise, die haben sich ein Bein ausgerissen. Ich habe Gastfreundschaft erfahren. Ich wurde Ehrenmitglied von verschiedenen Vespa-Clubs. Ja. Leute haben sich Zeit genommen. Ja. Ich wurde auf Booten spazieren gefahren. Schnellbootfahrten über einen Fjord oder über irgendwelche Seen in Nordamerika. Ich habe Jagdflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde ich mit einer Jagdflugstaffel, mit einer Kunstflugstaffel spontan eingeladen und bin über Malibu Beach geflogen. Ich habe Sachen erlebt, die können sich die Leute gar nicht mal ausmalen. Sind das und alles nur aus Gastfreundschaft und oft war es so, also mir hat ein Staatsanwalt aus Irkutsk, ein junger Mann, hat mir geschildert, der hat sich 3 Tage
saß der nonstop an seinem Instagram und hat mich immer wieder angeschrieben, damit er mich ja nicht verpasst, wenn ich an seiner Stadt vorbeifahre. Hat sich mit mir getroffen, einer von 7 Vespa-Fahrern aus Irkutsk. Das konnte er mir sagen, weil er die Zulassungen prüfen kann. Als Staatsanwalt hatte die Zulassung. 7 Vespa-Fahrer, also Modern Vespa, die GTS, GTV etc. Und er kam dann mit seiner, ich glaube, das war so eine Sejourney oder sowas, kam er um die Ecke, die er sich importiert hatte, extra ganz großer Fan, mit seiner Freundin und hat sich dann die Zeit genommen, den ganzen Tag, ist mit mir ca. 200 Kilometer mitgefahren, mit seiner Freundin hinten drauf, die fotografiert und gefilmt hat und wir sind zum Mittagessen gegangen und großartig bis zum Baikalsee zusammen. Und dann saßen wir so beim Essen zusammen und sagte, weißt du, Markus, warum ich da so versessen drauf war, dich zu treffen? Unser Leben hier ist furchtbar grau und oft sehr langweilig und eintönig. Wenn Menschen wie du hier durchkommen, das ist wie ein Regenbogen. Ach du Scheiße. Da sitzt du drin, da kriegst du, bitter Pippi in die Augen. Das kannst du gar nicht. Und solche Situationen hatte ich öfter, dass Leute sich das holt mich auch gerade ab, ey. Bein ausgerissen haben, um mich zu treffen. Und ich habe es oft nicht verstanden. Also wildfremde Menschen, die mir aber teilweise schon seit Jahren auf meinen Kanälen folgen. Also ich hatte jetzt ja wieder die Situation, dass auf der letzten Reise beispielsweise zu 3 Situationen haben mich wildfremde Menschen auf offener Straße angesprochen mit meinem Namen. Ja. Das ist dann schon ein bisschen surreal. Also ich hatte in Örebro, saß ich auf der Tankstelle und Wo ist? Örebro ist Schweden, mitten in Schweden, relativ weit nördlich. Saß ich auf einer Tankstelle mit einem Kaffee in der Hand, in der Sonne und habe gerade überlegt, wie ich meinen Lagerschaden an meiner Vorderradtrommel lösen kann. Ja. Dann hält neben mir im Handwerkerauto und ein Typ steigt aus und sagt, Markus, was machst du denn hier? Aber jetzt mal ganz im Ernst. Und da kriegst du aber dann hier, dann geht die Gänsehaut hoch und denkst, Alter, was ist denn hier? Was ist denn das für ein Film? Dann war das ein Rollerfahrer vom Scooter Syndicate Örebro. Und dann hat er seinen kompletten Club zusammengetrommelt. Dann sind wir abends Pizza essen gegangen. Und dann hat sich rausgestellt, dass ich am nächsten Tag, am Vormittag, in der Garage vom besten Schrauber in 200 Kilometer Umgebung, der Mitglied vom Club war, der hatte dieses Lager einfach in seiner Schublade liegen und hat mir das mal eben mit mir zusammen da reingeklopft. Zum Kotzen, das kann ja nicht sein, oder? Doch. Oh Gott, wie geil. Das genau passende Lager haben wir mal eben kurz mal Lütlämpchen rausgenommen, neu rein, fertig. 15 Minuten gewechselt, noch ein bisschen Schnack nebenher und dann sind sie noch ein paar Kilometer mit mir ausgefahren. Habe mich abends noch schön in die Pizzeria vor Ort mitgenommen. Am nächsten, dann hatte man noch eine Hütte. Die haben alle so kleine Blockhäuser. Dann hatte mich in ein Blockhäuschen, so einem süßen kleinen Blockhäuschen im Wald schlafen lassen. Also super beherbergt noch. Ja. Frühstück gab es dann lecker Pfannkuchen und Kaffee und hast du nicht gesehen? Also kann man, geil. Kann man grundsätzlich das so zusammenfassen? Die Leute haben sich nicht um dich bemüht, weil es um den Fame ging, den du vielleicht mit Instagram und mit den ganzen Social Medias erzeugt hast, dass man, es gibt ja oft so, was weiß ich, so Menschen, die wollen mit anderen nur in Kontakt treten, um so ein bisschen Fame abzukriegen. Mhm. Aber wenn ich mir das so anhöre, dann hört sich das schon so an, das war denen im Grunde ganz egal, sondern die wollten mit dir als Mensch in Kontakt treten. Ja, ich hatte einen anderen Kontakt mit einem Schweden, der wollte mich unbedingt treffen, weil er wollte mir auf seinem Bauernhof was zeigen. So, hatte mich, ein wildfremder Mann lädt mich auf seinen Bauernhof, einer will mir was zeigen. So, ich hatte jetzt einfach nur die Hoffnung, es ist kein Folterkeller. Und ich werde nicht in Schwedenwald angebunden. Puh. Bin da hingefahren, strömender Regen. Und ich dachte mir, ich hatte unterwegs schon so ein bisschen so, boah, tust du das jetzt echt an? Das ist eine harte Nummer. Ich war echt fertig an dem Tag. Ja. Und dann fahre ich auf den Hof, dann steht da vorne draußen schon ein alter VW Käfer. Und dann dahinter gleich ein T2-Bus mit Ladefläche, also ein totaler VW-Freak. Ja. Und auf dem ganzen Grundstück waren überall alte, halb zusammengerostete Wracks von VWs, aber alle Split-Windows, T1-Busse, also alles Sachen, wo du auf dem Oldtimer-Markt noch auch mal 50 bis 100.000 Euro kosten können, im richtigen Zustand, lagen da so überall auf diesem Grundstück verteilt. Also ich bin reingelaufen, das war so wie ein bisschen wie Disney World. Und was wollte er dir zeigen? Der hat an seiner Garage aufgemacht und da hat er dann noch ein paar Struzzos und ein paar Farobassos und alle im Olag und ein paar alte Fuffis noch, Erstserien. Und der hatte eine riesige Sammlung an Fahrzeugen, allein die Öldosensammlung, die alten Öldosen. Manche von euch Jungs sammeln diese alten Öldosen ja auch so, von den Ölherstellern so, die man so hat, diese Blechdosen. Ja. Der hatte eine ganze Scheunenabteil hat er davon. Eine Wand voll, die so viel ist, da könntest du ein Jahr Urlaub machen von dem Geld, was du damit verdienen könnte. Und das war jetzt nicht wegen Fame. Der hat das mir gezeigt. Der hatte da Bock drauf, mir seine Sammlung zu
zu zeigen, im Detail alles zu erklären mit Liebe und habe mich sogar noch gebeten, keine Bilder davon zu veröffentlichen. Er möchte das bitte nicht. Aber er wollte es mit mir teilen. Und danach hat er sich auf seine GS geschwungen, das sein hässlichstes und ältestes und unbeliebtestes Fahrzeug war, sein Alltagsrottel, eine GS. Entschuldigung. Und hat mich dann mit der GS noch ein Stück begleitet im strömenden Regen, mit einem Poncho und einem Gummistiefeln an. Wie ein echter Bauer. Kann man fast alles gar nicht glauben, oder? Das sind Sachen und da ging es nicht um Fame. Kein Stück. Ja, aber du verstehst aber meinen Ansatz, ne? Also es gibt durchaus Leute, die wollen sich dann einfach auch plakativ. Gibt's. Ne? Also ich habe auch so Szenen gehabt, zum Beispiel in Spanien. Da wollte mich ein Veranstalter unbedingt an seinem Event haben. Ja. Hat sich aber eigentlich nicht bemüht. Ja. Also er wollte unbedingt, dass ich zu seinem Event auftauche. Nachher. Da hinten rum, um die Pflanze steht noch was. Nimm sie dir, hier ist, ne? Ah ja, okay. Das, Also der wollte dich quasi auf dem Event haben, weil in Spanien ist so ein Ding, die haben sowas mit VIP-Gästen, die werten den Event auf. Und die sind tatsächlich so, dass das in Spanien ist, das ist eine ziemlich große Geschichte gewesen mit den 80 Tagen, auch wegen dem Start- und Zielanlauf in Madrid. Okay. Und der wollte unbedingt, dass hier in Semien vorbeikommen. Dann habe ich gesagt, ja, gut, ich habe jetzt 600 Kilometer zu dir. Ja. Ich kann schon vorbeikommen. Ja. Aber ich komme dann halt irgendwann spät nachmittags oder dahin und dann ist dann der Event und was mache ich dann? Dann bin ich mitten in der Großstadt und kann ich da irgendwo pennen? Ja, nee, da habe ich jetzt irgendwie keine Zeit, das zu organisieren. Also er wollte mich dann und dann gab es dann so echt eine surreale Situation, wo ich dann dahin kam, weil ich eigentlich die Hoffnung hatte, noch einen anderen spanischen Kollegen, der gepostet hat, dass er vielleicht dort ist. Bin ich da hingefahren, dachte mir, okay, ich trinke jetzt hier einen Kaffee und dann fahre ich halt weiter, weil ich muss aus dem Ort wieder raus, wenn so Großstädte versuche ich immer zu vermeiden, sind schlecht für die Fahrzeugsicherheit, sind schlecht zum Übernachten, sind teuer, sind immer problematischer, wie Kleinstädte oder kleine Dörfer. Und auf jeden Fall komme ich dann an ein Event und der Veranstalter, zwei Kerle kommen raus und es hatte was Surreales. Weil die beiden dann waren sehr glücklich, mich zu sehen. Ja. Und haben mich dann in den Speisesaal geführt, wo ungefähr 200 Rollerfahrer an einem großen Bankett an runden Tischen saßen. Also Gala-Dinier, das kennt man bei uns so in der Veranstaltung nicht. Die haben das alles so bei den Spaniern ein bisschen anders gehalten, die Veranstaltungen. Und dann hat er einen großen Pfiff gelassen mit der Trillerpfeife und hat mich dann angekündigt. Introduced. Angekündigt mit großem Tara. Und zum Schluss standen dann 200 Leute, von denen zwar ungefähr 70% keine Ahnung hatten, wer ich war, die auch nicht wirklich verstanden hatten, was er gesagt hat, aber alle standen da und gaben Standing Ovations für 5 Minuten. Und dann stehst du da und weißt du eigentlich nicht wirklich, was du da gerade tust. Okay. Für ihn, für sein Event war es ein ganz großes Highlight. Danach musste ich auch mit einer ganzen Horde Leute, wollten alle noch ein Foto mit mir haben. Also für ihn war das so. Und ich fühlte mich so eher dann, also wie so, das geht so aus, wie ein rumgereichtes Äffchen. Die Situation gibt es schon auch. Also ich habe dann auch noch ein Essen hingestellt gekriegt, aber weißt du selber, ne? Nice. Weißt du selber. Ja. War dann schon ein bisschen surreal. Die Situation gibt es schon auch. Das ist aber Gott sei Dank ganz selten. Mhm. Sowas passiert ganz selten. In der Regel geht es wirklich so um das Zwischenmenschliche. Was war der Moment für dich, bei all dem, was du da erlebt hast, hast du so einen Moment gehabt, wo du große Erleichterung hattest, wo du sagst, wo du wirklich für dich gemerkt hast, so jetzt habe ich es geschafft oder jetzt habe ich irgendeinen Abschnitt erledigt oder jetzt wie zum Beispiel die Geschichte mit dem Motorblock, ne, wo du da abgeschmiert bist wegen dem platzenden Reifen, wo du dann gesagt hast, oh, zum Glück ist der Motorblock halt. Gibt es irgendeinen Moment wo du sagst, da hast du eine Riesenerleichterung gespürt und wenn es nur der Moment ist, wo du quasi auf Nullpunkt wieder ankommst, sagst so, hier bin ich im Ziel, kannst du dich da an irgendwas erinnern? Wo du sagst, das war's? Wie gesagt, es ist so ein, du bewegst dich wie ein emotionaler Flummi. Also du hast es konstant, diese Highs und diese Lows. Also du hast konstant auch diese Momente, wo dir wieder irgendein, also ich wage zu behaupten, dass ich in den 140.000 Kilometern, die ich jetzt so auf den Roller in den letzten 9 Jahren gemacht habe, jede Panne hatte, die man sich überhaupt mit einer Vespa, mit so einem Zweitakt-Schaltroller haben kann. Das muss jedes Lager, Kolbenringe, Vergaser, egal, you name it, Benzinhähne, es ist alles schon mal kaputt gegangen. Und wenn es nur irgendwas abgefallen ist oder irgendwas aufgegeben hat, der Tacho hat aufgegeben, dann hat die Blinker haben aufgegeben, beim letzten hat der Roller das Dauerhupen angefangen mitten mit dem Wald.
Also ich hatte schon jedes faszinierende Problem, das du in diesem GSF finden kannst. Ja. Hatte ich schon an irgendeinem meiner Roller. Das Leben, du bist quasi das lebende Pannenlexikon. Der liebe Emil aus Leipzig war das. Also, ich dachte, du sagst jetzt Emil. Nee, Emil. Mhm. Der war verantwortlich in 2021 für eine ganz geile Reparatur an meiner Fuffi. Ich war mit der kleinen Fuffi doch die 6.500 Kilometer mit der Schwarzen unterwegs für den Gentleman-Chirurg. Ja, ja. Und dann bin ich da angekommen und habe mir festgestellt, dass mein Ansaugstutzen gebrochen ist, unten am Flansch. Der Klassiker, das genau, hatte ich auch bei der Klassiker, ja, wegen Spannung, mhm, abgebrochen. Und ich hatte dann schon leicht angeklemmt einmal auf dem Weg rüber von Bamberg her rüber angeklemmt. Und da war noch einer dabei. Und dann ist er aber wieder gelaufen, weil die laufen ja kurz vor Knall immer wie Hulle. Mhm. Lief supi, alles geil. Und dann hat er mich in Leipzig, hat er das mitgekriegt, dass ich da eben den Klemmer hatte und hat mich dann überredet, dass wir unbedingt nachschauen müssen. Dass wir sie abdrücken, dass wir gucken, dass wir... Ja. Und dann haben wir danach recherchiert und dann wollten wir gerade mal gucken und sein Dichtigkeitsthema machen, hat so eine Dichtigkeitsapparatur für sich entwickelt. Ja. Dann wollten wir gerade den Ansaugstutzen abnehmen und dann fällt mir auseinander. Und er ist ein grandioser, ein richtig super Mechaniker. Ja. Der richtig, also toller Kerl, der hat dann eben mal aus einem Stückchen Befestigungsmaterial von einem alten Heizungsspoiler hat er diesen Flansch neu angebrutzelt, das flache Ende. Und zwar so, dass es heute noch hält. Einfach, weil er voll Bock drauf hatte. Und das sind also auch so Sachen, mir passieren halt auch unterwegs Dinge, das ist auch so ein Thema. Ich treffe gelegentlich immer auf so MacGyver-Typen. Ja. Die kennen wir alle aus dem Forum, die jeden Roller noch dreimal zerlegen, obwohl er läuft, weil sie da noch mal was machen wollen oder hier noch was machen wollen. Kennst du vielleicht auch irgendjemanden, der so ist? Genau, und die entwickeln so einen inneren MacGyver und die haben da so sexuelle Erregungen, wenn sie Roller zerlegen und reparieren dürfen. Und wenn ich auf solche treffe und gerade ein kaltes Bier in der Hand habe und der drängt sich quasi auf, dass er das reparieren will. Dann gehst du zwei Schritte zurück und dann lass ich das mal machen. Aus. Dann gucke ich ihm in die Schulter, dass das alles so passt, aber lass ihn einfach mal machen. Ja, ja. Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, jedes technische Problem erlebt, was man in so einem Roller haben kann. Stellt sich nicht die Frage, ob du das nochmal machst oder andersrum? Machst du nochmal? 80 Tage um die Welt? Oder um die Welt fahren? Nicht 80 Tage um die Welt, aber mehr als oder viele Tage aneinander irgendwo. Ja. Also ich habe jetzt 4 Kontinente bereist. Afrika nur einen ganz kleinen Zipfel von, aber das wäre eh mein letztes Kontinent, wo ich durchballern würde und dann eher so die Ostküste runter. Afrika solltest du dir aus Sicherheitsgründen wirklich sehr hart überlegen. Ja, wie du also das ich habe dann schon, also ich habe mit einigen aus der Motorradszene auch Kontakt und gehen tut das. Ich kenne auch persönlich ein paar, die es gemacht haben. Was mich im Moment noch antreibt, weil ich hatte, Nordafrika habe ich schon mal gesehen, ich hätte auch noch mal Bock, die Umrundung des Mittelmeers zu machen, wenn sich vielleicht der Mittlere Osten wieder mal beruhigt mit Syrien und dem ganzen Palästina-Thema. Wäre das ein echter Traum, eine Mittelmeerumrundung, eine komplette, zumindest bis zur algerisch-marokkanischen Grenze, weil die ist noch zu. Ja. Da muss man dann quasi den Sprung nach Europa und wieder zurück machen, damit man diese volle Runde hinkriegt. Aber konkrete Pläne sind jetzt für mich, um 6 Kontinente befahren zu haben. Eine Australien-Umrundung ist noch geplant und die Panamerikaner möchte ich noch machen. Australien? Da reden wir gesamt nochmal von ungefähr 50.000 Kilometern auf 2 Touren. Aber Australien ist auch nochmal eine ganz andere Nummer als Sibirien. Ja. Also. Ich habe mir diese Fahrten schon so ein bisschen auch nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Europa ist Pille-Palle. Ist relativ einfach. Ja. Nordamerika, da machen es die Distanzen und das ist auch eine Kopfsache. Wenn du mal 6 Stunden lang nur geradeaus gefahren bist in manchen Gegenden wie Texas, wo es einfach nur geradeaus geht und du hast immer noch nicht den Bundesstaat verlassen. Nicht mal nahe dran. Ja, ja. Du bist 4 Tage unterwegs und du kommst. Das ist dann die andere Geschichte, und vor allem das Wüstenthema und die Benzingeschichte war da so ein Ding, was ich da auch viel mitgenommen habe. Ja. Wie kalkuliere ich und vergiss nie zu tanken. Tank auch mal, wenn du halb voll ist und du kommst gerade an der Tankstelle vorbei, mach voll. Also dann gewöhnst du dir das schnell an. Aber ich habe es so ein bisschen gestaffelt. Ich habe ja mit Europa angefangen.
Dann kam die Nordamerika-Geschichte, um auch die Vorbereitung für die 80 Tage zu machen. Der Afrika-Ausflug, das war so eine Woche in Afrika. Das ist jetzt nicht weltbewegend, aber Afrika ist Afrika. Punkt. Ja. Ist abgehakt für mich. Mhm. Ich könnte jetzt noch Ausflüge nach Südafrika machen, da habe ich noch Einladungen. Ich habe in verschiedenste Länder noch Einladungen, die ich einzeln noch wahrnehmen kann. Wie auch Israel hatte ich auch eine Einladung, die leider geplatzt ist jetzt aufgrund des Krieges. Und Zentralasien und Russland war dann nochmal eine Schippe drauf. Australien sehe ich auch allein vom Thema wegen den Tierarten, die dort so alle anderen leben wollen und auch wegen den Distanzen und der Wüste und dem Klima, ist eine große Herausforderung. Genau, das ist der Punkt. Also in Australien ist es ja zum Teil so, da leben ja Menschen an Flecken, wenn die einen medizinischen Notfall haben, reden die über, da gibt es halt keinen Krankenwagen, da kommt halt gleich ein Flugzeug. Ja. Ja, so. Und ist klar. Das geht alleine. Also das wäre... Also in Australien zum Beispiel werde ich voraussichtlich mit meiner Freundin machen. Den wollen wir zwei Mann hoch auf dem Roller machen. Vielleicht mit Seitenwagen, haben wir überlegt. Das ist aber also ich bin in der Regel so, die Weltumrundung war 3 Jahre Planung. Also normalerweise bin ich so, dass ich die Dinge durchaus durchplane. Außer ich mache mal so ein Spontan-Ding wie diesen Sommer mit dem Nordkap und die 16.000 Kilometer mal. Spontan ans Nordkap. Das war halt, das kam so. Warum nicht? Ich bin von Interlaken nach Hause gekommen. Ich hatte die 2.500 mit der PK in den Alpen gemacht mit 85 Kubik und kam nach Hause und dachte, das ist nicht genug. Und dann habe ich halt so spontan. Richtig. Und dann bin ich halt spontan. Ich habe selber gemerkt, also ich habe mit Martina geredet und Martina sagte so, und wir saßen in einem Café und ich hatte gerade so ein Mojito von mir, sage ich, boah, ich würde schon noch irgendwie gern was Kleines machen, so wenigstens eine kleine Tour, so Nordkap. Und dann schaut sie mich an und sagte, du merkst schon, was du gerade gesagt hast. Ja, ja. Also nee. Es ist halt, das muss ich tatsächlich sagen, und es ist nicht irgendwie blöd, sondern die Dimensionen verschieben sich komplett. Wenn du mal, also ich habe mal zusammengerechnet auf meine 4 größten Touren zusammen. Nur die 4 von den 13 großen, die ich gemacht habe. Die 4 größten sind 76.000 Kilometer in 4 Touren am Stück. Das ist eine Menge Holz. Wenn ich mal, also ich weiß nicht, wie viele Leute es im Jahr auf ihren Geschäftswagen fahren. Also ich hab dieses Jahr 65.000 mit dem Geschäftswagen gefahren. Aber das ist sehr komfortabel. Du hast Musik, du hast eine Klimaanlage. Du hast ein Navi, also dir geht keiner auf den Sack. Diese 76.000 Kilometer habe ich in 301 Fahrtage zurückgelegt. Jetzt mal unter uns Männern. Man hört ja auch so gut wie keiner zu. Kriegt man nicht eine Hornhaut am Arsch? Pass auf, warum ich frage, ist Folgendes. Ich mache mir jetzt Sorgen. Nee. Der Punkt ist der. Ich hatte letztes Jahr sind wir so eine Eiffeltour gefahren, 140 Kilometer. Dann fährst du natürlich auch im Corso mit vielen zusammen und ab und zu gibst du auch mal Gas. Aber du sitzt halt 140 Kilometer auf dem Sattel. So. Irgendwie war mir das, als ich 16, 17, 18 war, war mir das scheißegal. Ich weiß nicht, ob mein Körper da mit solcher Belastung anders umgegangen ist, aber wenn ich nach 140 Kilometern dann nach Hause komme und da auf meine Couch gehe, dann bin ich froh, dass der Tag vorbei ist. Ja? Dann bin ich froh, dass ich nicht mehr auf dieser scheiß Sitzbank sitzen muss. Erklär's mir, dass ich es wirklich auch glauben kann. Du kannst doch nicht tausende von Kilometern fahren, ohne dass dir nicht der Arsch wehtut. Der Arsch ist es nicht. Was denn? Das ist tatsächlich so, also als Beispiel von 80 Tagen, da hatte ich ja, die längsten Tage waren über 600 Kilometer. Alter, der längste war 690 Kilometer. Du kriegst einen Schlepphoden. Auch jetzt auf der Tour ans Nordkap waren es 670 war der längste Tag. Ja. Allerdings ist es halt so, ich kenne all die Geschichten auch aus den Foren, wo die Leute dann sagen, ich bin da mal 800 Kilometer, ich musste 1000 Kilometer nach Hause fahren, weil ich dann in Italien und keine Ahnung. Da sind sie aber nur einmal gefahren und danach haben sie eine Woche lang ihre Wunden geleckt. Das ist ein feiner Unterschied. Ja, ja. Ich stehe halt jeden Tag auf. Und dann fühlt der Körper passt sich halt auch an. Also ja. Ich habe das Glück, dass ich auch sehr relativ klein bin. Ich kriege eine relativ gute Sitzposition hin. Aber ich muss zugeben und feststellen, dass ich von 2018 auf 2023 körperlich etwas abgebaut habe. Ich habe dieses Jahr, als ich die Tour gemacht habe mit den 600, 700 Kilometern, das hat richtig weh getan, diesmal, Anfang. Was tut weh? Es geht den Nacken runter. Also eine meiner großen Sorgen bei den Extremtouren, die ich fahre, ist tatsächlich, dass irgendwann mal vielleicht
in der Nackenwirbelsäule, Brustwirbelsäule einen Bandscheibenvorfall haben könnte, von den vielen, vielen tausend Kilometern, den vielen Schlägen, die du kriegst. Ja. Weil ich halt teilweise auch nicht auf den erstklassigen, wunderschönen, asphaltierten Straßen unterwegs bin, sondern halt überall. Genau. Das ist tatsächlich was, wo ich mir auch Gedanken mache. Aber da kannst du eigentlich nur ein bisschen trainieren, da kannst du ein bisschen Ausgleichstraining machen, aber und dann hoffen. Wenn dein Körper das will, dann macht er das sowieso. Genau. Dann kriegst du einen Vorfall. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel an den 80 Tagen um die Welt, da hatte ich einen Schnitt von 3,99 auf die Gesamtzeit, auf die Fahrtage. Und bei der jetzigen Tour im Sommer waren es 51 Tage, 43 Fahrtage war es der Schnitt 384 Kilometer im Schnitt pro Tag. Und da habe ich halt aber auch trotzdem gemerkt, dass es dieses Mal, ich habe mir auch noch eine fette Erkältung angefangen, wahrscheinlich lag es aber auch noch klimatisch, war es sehr schwierig. Also ich hatte an den ersten 11 von 14 Tagen bis zum Nordkap hat es nur gestürmt und geregnet und war nur widerlich das Wetter. Also tatsächlich, wenn Sonne rauskam, war das quasi wie feiern. Das ist gefährlich. Ich meine, wenn du so durchnässt bist und die Haut aufquillt und die Haut aufgeht, ne, weil die Haut ist weich, ja, und du fängst dir eine Infektion ein, Alter, du kannst die Hacken hochreißen. Also ich habe dann auch mehrschichtig teilweise, ich musste mir dann nochmal neue Handschuhe in Norwegen besorgen, wasserdicht. Die haben dann teilweise, die hatten, also in Norwegen, wenn wasserdicht draufschreiben, ist es meistens eigentlich gutes Zeug, aber das hat dann auch nach drei Stunden so aufgegeben unterwegs, einfach wasserdicht war doch nicht wasserdicht, hat sich herausgestellt. Also es war halt dann tatsächlich, das Klima da hoch war richtig schwierig. Einige andere Leute, die schon ans Nordkap hochgefahren sind, können das bestätigen. Da oben ist halt eher so, dass an 9 von 10 Tagen einfach Dreckwetter ist. Es ist einfach so. Aber ich hätte ja, wie gesagt, auch nach Nizza auffahren können. Ne? Also ich hätte es mir auch leichter machen können. Ja, aber ganz ehrlich, genau das ist der, das ist ja auch ein Punkt vom Verständnis her. Du bist komplett sickenass von oben, ja, bis unten. Du frierst dir den Arsch ab. Ich weiß nicht, irgendwann kommst du ja auch an den Punkt, die Handschuhe sind, Fahrtwind kommt dazu. Ja. So, dann schüttet es. Wann wirst du denn mal, du bist doch kurz vor der Unterkühlung. War ich phasenweise rauf, jetzt waren teilweise schon so ein paar Momente, wo es ein bisschen eklig war, aber es ging noch. Also tatsächlich war es so, als ich dann 12 Kilometer vom Nordkap war, war ich dann ganz froh, dass ich in die warme Hütte konnte noch, bevor ich dann schlussendlich hochgefahren bin, weil es den ganzen Tag nur Sturm war. Aber viel riskanter wie jetzt der Regen oder die Kälte war dann wirklich der Wind. Ja. Also du hast dann halt, wie gesagt, ich hatte dann in Puttgarden und auch in Dänemark Sturmböen, Orkanböen von 90 bis 100 km/h. Da bist du mit deinem Roller, ich war dann auch an dem Punkt, als ich in Dänemark war, wo ich dann wirklich auch ein festes Dach gesucht habe. Ja. Also da war dann, der Sturm war dann so ausgeprägt, dass ich gesagt habe, ich baue hier kein Zelt mehr auf. Es hat auch keinen Wert, in irgendeinen Wald zu gehen, wo dann ein Baum auf den Schädel fällt, ja, sondern war halt einfach dann, heute ist Schicht im Schacht, dann ist nach 200 Kilometern halt mal Feierabend und nach 300 und dann fährst du raus und suchst dir eine feste Bleibe. Aber ich suche schon, also tendenziell habe ich wenig Bock drauf, kleine Fahrten zu machen. Ich habe wenig Bock drauf, irgendwie eine kleine Spaßurlaubsfahrt zu machen. Das kann man mal machen. Ich habe mir schon, bin auch schon mal, also die 2.500 Kilometer, wo ich jetzt da von Interlaken weggefahren bin, bin ich halt mal um Lago Maggiore rumgefahren. Das war auch ganz nett. Und dann Stiftsee auch hoch und diese Sachen, diese Klassiker, wo alle immer ganz furchtbar jubeln, das ist ja ganz nett. Aber das ist für mich, ich suche eine Herausforderung. Ich will da halt auch ein bisschen, ich mache das aber nicht, um irgendjemanden zu beeindrucken. Ich mache das für mich. Ich will wissen, ob ich es kann. Ich will wissen, aus welchem Holz bin ich gemacht? Kann ich das noch? Dieses noch kommt jetzt, weil ich jetzt auch keine 25 mehr bin. Ich tue mir dann auch mal Sachen an, um mir was zu beweisen. Das klingt für manche immer so, der hat ja ein Rad ab, der spinnt ja, was will er denn? Ja, aber das ist doch für mich. Also ich versuche nicht, Dinge zu machen, die jeder andere macht, weil kleine Sachen, da haben wir genügend, die das machen. Ja, ja. Das Erklären ist ja auch immer das eine. Wann ist es mal gut? Wann ist mal gut, wo du sagst, was muss passieren, dass du sagst, jetzt reicht's? Du, das kann jeden Tag passieren, dass ich sage, du, nö, bin jetzt fertig. Also ich habe es dir auch vorhin schon mal geschildert. Es kann sein, dass ich sage, in 10.000 Kilometern, ach, das mit den 2 Kontinenten ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Ist unwahrscheinlich, weil ich habe mir das in den Kopf gesetzt und ich bin da mal relativ hartnäckig. Und wenn ich Dinge mal laut gesagt habe, das weiß inzwischen auch meine Familie, wenn ich Dinge, und wenn es nur eine Idee ist, mal laut ausspreche, dann wird es problematisch. Okay. Weil ich die Dinge meistens nur dann laut ausspreche, wenn ich sie dann auch mache. Ja. Also ein absoluter
absoluter Wahnsinns-Lebenstraum. Aber das wird, das ist, geht so, man soll ja immer sehr hoch zielen. Und was absolut für mich ein Knaller wäre, wäre 100 Länder, alle 6 Kontinente. Und wenn das Sahnehäubchen, und das geht aber Richtung unmöglich, wäre dann 7. Kontinent. Und das haben bis jetzt nur 2 Menschen besucht. Antarktika, 12 Kilometer zwischen den beiden Stationen fahren. Da wäre der erste auf dem Roller, da gab es bis jetzt nur 2, die mit so in Enduros gefahren sind. Nicht. Schafft sie. Alter, weißt du, wie kalt das ist? Ja. Also. Die sind vor 2 Jahren im Winter war ein Kollege aus Spanien im Winter mit seiner PX200 am Nordkap. Wie viel Grad minus? 40 Grad teilweise, manchmal mehr. Gefühlt du darfst 60. Die Karre nicht ausmachen. Die gefriert das scheiß Getriebe. Nein, das Problem war bei denen, die haben immer wieder Probleme. Also die sind aber auch so, dass die Karre auch vorbereitet hatten. Also eine Kollege ist mit der GTS mitgefahren, der war schon das zweite Mal im Winter dort oben mit der GTS 300. Der hat tatsächlich Thermopads an die Ölwanne montiert, so wie man es bei den Autos macht, ja, dass man sie einstecken kann, dass sie immer warm bleibt, die Ölwanne. Ich weiß nicht, ob sie dasselbe Setup bei der PX hatten. Auf jeden Fall sind die gemeinschaftlich da hochgefahren und er ist mit der PX 200 mit der grottlig gelben Post-Vespa-Gedönse ist er da hochgefahren, auch mit der Post-Vespa-Kiste. Der hatte unzählige Platten, weil sie sich selber gebaute Spike-Reifen benutzt haben für die Eispisten. Aber der ist oben angekommen. Also die Maschine kann viel mehr, als der Körper will. Das Limit ist eher hier und in dem Fall von der Antarktis, dass du eigentlich nur mit Sondergenehmigung und einem speziellen gecharterten Boot dorthin kommst. Also da reden wir dann... 25 Mille aber nicht hin? Nee, da wird's eng. Das wäre dann was, da müsste ich dann tatsächlich mal auf Sponsoren zurückgreifen, die einfach nur pervers geil drauf sind, dass das jemand mit ihrer Ausrüstung macht. Weil ja, das ist tatsächlich, wie gesagt, bis jetzt so zweimal hat es stattgefunden, ein indischer Kollege mit einer Enduro für... mit einer Bajaj Domina, das ist so eine Reise 400er, und eine englische Dame mit einer 250er oder 300er Leichtenduo. Die haben sich tatsächlich ein Boot gechartert und eine spezielle Expeditionsfirma und sind dort hingefahren und haben diese Kilometer zwischen den 2 Stationen in der Antarktis zurückgelegt. Waren die einzigen, die dieses Kontinent befahren haben, die nicht zu dieser Crew dort gehören. Aber das, wie gesagt, das ist nicht dramatisch, das ist die absolute Utopie. Ja. Das ist ganz extrem, das wäre die absolute Sahnehaube, das wäre der größte Lebenstraum überhaupt. Ob das jemals überhaupt noch zustande kommen kann bei der jetzigen politischen Gesinnung weltweit bezüglich Zweitaktern, das ist noch so ein zusätzliches Thema. Mhm. Du machst ja auch keine Freunde, wenn du in so einem Reservat mit deinem Stinker dann durchfährst. Also das ist so eine Sache, ob das jemals stattfinden kann. Aber die 2 Kontinente... Wie gesagt, Südamerika und Australien, die stehen noch an. Ja. Sofern es meine Gesundheit und die Finanzen mitmachen. Was gibt es was Konkretes dieses Jahr? Dieses Jahr ist eher Pause. Pause. Also es war so, ich habe jetzt letztes Jahr die 16,5, also insgesamt waren es jetzt 2023, war ich auf Reisen in 22 Länder, 19 auf der Vespa und habe 19.000 Kilometer auf Achse an 2 Touren gemacht. Ja. Und das reicht jetzt mal wieder so ein bisschen. Werde 2-3 kleine Events machen, die Welt-Vespa-Tage wahrscheinlich nicht. Mhm. Kann sein, dass ich Spontanausflüge mache. Ich bin jetzt im März mal in Sofia und besuche da vielleicht Freunde vom Club. Okay. Aber sonst habe ich für dieses Jahr eher neuen Job finden, Geld sparen, neue Projekte planen und hoffentlich das Buch fertig schreiben. Das könnte meiner Reisekasse natürlich auch noch ein bisschen helfen. Hast du mal überlegt, Tagebuch zu schreiben auf den Reisen? Also wirklich tagtäglich was niederzuschreiben, was du dann im Grunde nur in Buchform packen musst? Also Tagebuch im klassischen Sinne nicht. Also ich habe immer bei meinen Fahrten, ich dokumentiere sie. Ich mache mir Notizen. Ich hatte jetzt dieses Jahr zum Beispiel diesen Luxus, dass ich auf der Fahrt, hatte ich eine WhatsApp-Gruppe, ja, waren 110 Leute, die sind mir dort live in Echtzeit gefolgt. Ja. Und die waren sehr großzügig und haben teilweise auch zum Spritgeld dort beigetragen. Also ich hatte da tatsächlich ein Eintrittsschild in diese WhatsApp-Gruppe von 10 Euro gepostet. Ja. Und es waren, wie gesagt, etwas über 100 Leute, die hatten Bock drauf, von jeder Panne aus erster Hand zu erfahren, zu sehen, auf welcher Bushaltestelle ich schlafe, welchen
misst ich, wie ich fabriziere, was kaputt geht und wann ich friere und ja. Das, ja, aber das ist bestimmt auch ein bisschen Voyeurismus dabei, ne? Und, ich bin da ganz realistisch. Es gibt auch einige Leute, die haben wahrscheinlich eine Riesenfreude, wenn sie wieder sehen, dass irgendwas bei mir hops geht. Aber dann auch dieses MacGyver-Ding, wie kriegt das denn jetzt gelöst? Was macht er denn jetzt? Ja, also ich glaube, bei vielen ist es auch ein Stück weit Faszination. Weil, wie gesagt, ich hatte es ja eben gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich hätte nicht die Courage, ich hätte nicht die Eier, dieses Selbstvertrauen, das zu machen. Dafür kenne ich auch die Welt ziemlich gut. Mir ringt das wirklich ein hohes Maß an Respekt ab und ich weiß nicht, ob das ehrfürchtig das richtige Wort ist, aber es gibt so Menschen im Leben, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, die triffst du und die müssen auch nicht viel sagen und die müssen auch nicht viel tun und du da schwingt so eine Aura und auch so eine Thematik mit, dass du weißt, dass du Respekt vor diesen Menschen hast. Und das ist für mich so ein Fall bei dir, wo ich einfach nur erstaunt, verblüfft, auch zum Teil entsetzt bin. Ich stelle mir dann immer die Frage, warum tut er sich so eine Scheiße an? Warum macht er das? Weil das kann? Ja, weil das kann, genau. Warum leckt sich der Hund die Eier? Weil das kann. Und es ist also für mich immer dann auch der Punkt, wo ich sage, so, jetzt bin ich mal gespannt, was er als nächstes vorhat. Ja? Ich würde sagen, ich glaube, wir haben jetzt echt viel, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir verballert haben. Ich werde nachher im Videoschnitt sehen. Circa 2 Stunden. Ja, das ist egal. Machen wir halt mal ein langes Video. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist, mal herzukommen, dass wir sehr, sehr gerne die Zeit mal hatten. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Ich hatte zwischenzeitlich komplett die Kamera vergessen. Ja, aber genau das ist der Punkt. Mich haben schon viele gefragt, mit denen ich Videos aufnehme. Müssen wir irgendwie was skripten und so. Und ich gucke mir einige Videokanäle an und ich finde es immer ganz, ganz furchtbar schlimm, wenn die Sachen geskriptet sind und wenn man den Sachen nicht einfach mal seinen Lauf lässt. Und wenn man interessiert ist, dann schafft man es, das Gespräch am Laufen zu halten. Und ich bin dann auch fasziniert und dann ergeben sich mir auch Fragen, die ich auch beantwortet wissen will. Und deswegen, da vergesse ich selbst auch die Kamera. Also, ich hoffe, ich konnte deine Fragen alle beantworten. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben auch nur einen Bruchteil dessen angeschnitten. Ich habe ja eben im Auto gesagt, als wir hergefahren sind, es gibt noch so viele Punkte, das müsste ich mir eigentlich merken, das müsste ich nachher mal fragen. Ich weiß nicht, ob ich es gefragt habe. Ich weiß nicht mehr, was es genau war, weil es halt so viele Eindrücke auch sind. Es ist, wenn man bedenkt, wo wir herkommen mit dem Thema Vespa, und wir beide haben da den gleichen Einstieg vor vielen, vielen Jahren gehabt, dieser Freiheitsdrang, bei dir war es ein Mädel, bei mir war es, ich weiß nicht, ob es ein Mädel war, aber ich glaube, das kam dann auch, mit der Vespa kamen dann auch die Mädels, aber dieser Drang, aus dem Heimatort rauszukommen, dahin zu fahren, wo du hin willst, und ich habe in zwischen 16 und 18 auch 45.000 Kilometer auf einer Fuffi draufgekloppt, und da reden wir hier über die Städteregion Aachen, das war schon viel, und für mich war diese Vespa und dieser Spirit, der damit einhergeht, einfach unverzichtbar, was das Thema Freiheit und das Erfüllen der Selbstbestimmtheit. Selbstbestimmt zu sagen, ich fahre jetzt dahin. Ich brauche keinen, ich muss keinen fragen, ich muss nicht betteln, ich steige da drauf und fahre dahin. Und das ist es, was bis heute bei mir geblieben ist an dem Thema Vespa, wo ich sage, ich meine, du bist gerade auch an dem Koda vorbeigekommen. Das ist natürlich jetzt ein Moped, was fernab von Gut und Böse ist, auch was die PS-Leistung anbelangt. Aber du kannst das wahrscheinlich ermessen, viele von euch wahrscheinlich auch. Aber wenn ich mich auf diese Karre setze, den Kicker runtertrete und Gas gebe, Alter, dann bin ich 16. Ja, das war auch das, was ich letztes Mal, genau diese Antwort habe ich beim letzten Interview gegeben, das ich gebe. Ja. Weil die Leute fragen wollen, warum? Ja, weil ich dann wieder 16 bin. Ja, genau. Und
das kickt mich heute noch genauso wie vor 30 Jahren oder vor 33 Jahren. Und das es gibt so viele, die in diese Szene über Jahre hinweg mit eingetaucht sind. Ich glaube, wir sind zu einer Zeit da noch Ende der 80er, Anfang der 90er mit eingestiegen, wo es halt, wir waren halt noch analog. Wenn wir Leute treffen wollten, mussten wir hinfahren. Wir mussten mit ihnen sprechen. Bei uns gab es keine batteriebegrenzenden Phänomene wie, ich muss nach Hause, ich habe keine Handy-Batterie mehr oder kein WLAN. Sondern für uns war die Vespa Kommunikation, Freiheit, Abenteuer, die ersten handwerklichen, mechanischen Erfahrungen, die du gemacht hast. Also die Vespa war viel, viel mehr für uns beide als für viele, viele andere. Und ein Teil unserer, das wird sie für mich auch immer bleiben, ein Teil meines Lebens. Und abschließend vielleicht noch die Frage, ich habe die Frage vor kurzem auch noch jemandem gestellt, den ich auch noch interviewen werde. Und habe da eine sehr interessante Antwort bekommen. Glaubst du, dass wenn wir mit dem Thema Vespa abschließen, dass das Thema Vespa noch bestehen wird? Unsere Generation? Sind wir die Letzten? Ich halte uns für diese Dinosaurier. Ja, ne? Die letzte Generation. Es gibt Ausnahmen. In Italien gibt es immer wieder noch ein paar Junge, die sich dafür begeistern, weil es eben aus der Familie kommt und aus der Tradition raus. Und in England wird es teilweise über Generationen weitergegeben. Die haben tatsächlich noch ein paar Junge in den Clubs, die noch so nachkommen. Ja. Aber dann endet es auch. Also in den meisten Clubs sind wir überaltert. So, ich sag mal so 40, 50 plus. Und mit den Auflagen, die jetzt mit der Regierung kommen, bezüglich Zweitaktern, das wird ein Thema werden. Immer mehr Fahrverbote. Wir haben in einigen Großstädten in Europa, es ist schon so das Problem. Ja, ich weiß. Also wie gesagt, deswegen bin ich da auch ein bisschen im Zugzwang, dass ich meine Projekte noch abschließe, weil diese Kontinente sollen noch befahren werden, wobei ich mir keine Sorgen mache, dass in Australien oder in Südamerika demnächst mal ein Fahrverbot für Zweitakter kommt. Aber jetzt genau, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn ich jetzt sage, in den nächsten 10 Jahren, Alter, dann bin ich 60. Mhm. Verstehst du? Ich habe schon mehr Zeit gelebt, als mir noch bleibt. Mhm. Das heißt, wenn ich in 10 Jahre ist ja keine Zeit, dann ist mein Sohn 20. Das ist ja eigentlich nichts, aber dann sind wir schon 60. Glaubst du, dann gibt es diese Szene noch? Wir werden alle immer älter, wir können auch nicht mehr so. Und wir haben doch jetzt schon eine gewisse Richtung, wie das Ganze geht. Also ein Großteil der Szene ist leider, für meine Begriffe leider, eher daran interessiert, was sie haben, als das, was sie tun. Das heißt, da wird unfassbar viel Geld auch investiert, um irgendwas in die Ecke zu stellen, das schön aussieht. Das unter Umständen, manche von denen bauen es nicht mal selber, sondern stellen sich wirklich nur zum Sammeln hin. Mhm. Ich habe Sammlungen begutachtet, die entsprechen einer kompletten Rente. Da könnte sich jemand ohne Probleme, wenn das abstoßen würde, wer die Rente bezahlt und auch darüber hinaus. Ja. Und da wird so viel gemacht, was ich alles habe und wie viel Geld sie haben. Und das ist so überhand genommen, das Thema, dass immer weniger Leute wirklich echte Sachen damit tun. Ja. Es ist ein verschwindend geringer Anteil von Leuten, die wirklich noch Rennen fahren, die wirklich noch Dinge bauen, selber bauen, die wirklich auch lange Touren fahren, die reisen, die Aktives machen, wie Gymkhana, Quartermile etc., diese ganzen Themen, das ist so ein minimaler Bruchteil der Szene, die das aktiv so betreibt, die wirklich noch diese Fahrzeuge als das benutzen, für was sie gemacht wurden, nämlich zum Fahren. Und nicht zum irgendwie vor die Eisdiele fahren mit 30 PS, die sie in irgendeiner Tuning-Schmiede gekauft haben und nicht mehr wissen, was drin verbaut ist. Und das ist leider ein Thema, das wird immer mehr werden und umso weniger wird gefahren und dann werden sie einfach, die werden auch immer älter, dann werden die Strecken immer kürzer und dann kommen die GTSen und die modernen Roller kommen ins Spiel. Ja. Die bringen dann zusätzlichen Komfort. Das ist meistens die Einstiegsausrede, warum sie sie holen. Weil sie weniger schrauben wollen und mehr Komfort brauchen und ihr Rücken wehtut und ihr Popo wehtut. Und irgendwann merken sie es nicht mehr selber und dann steht halt die PX auf einem Schrank im Wohnzimmer und wird nie wieder gefahren. Naja, meine steht jetzt vor dem Wohnzimmer, aber das ist einfach auch nur ein Möbelstück, weil er mehr
ja, weiß ich nicht, ich habe einmal den Fehler begangen, den Custom-Roller von mir zu verkaufen. Ja, du hast ja wieder eine in Arbeit gerade. Ja, aber da ist der Antrieb für mich auch, ich will zum Beispiel jetzt den stärksten Drehschiebermotor Deutschlands bauen, den 24 SI Drehschiebermotor. Für mich soll das der stärkste. Oder ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich will nicht für andere, sondern nur für mich, will mir beweisen, ich kann mit einem 24er SI 33, 35 PS darstellen. Auf einem BX80 Gehäuse. Mhm. Ne? Das ist das, was ich jetzt versuche darzustellen. Einfach um auch die Grenzen mal für mich so ein bisschen weiter zu stecken. Mhm. Natürlich auch um Content zu liefern, klar. Das ist da auch die Antriebsfeder, weil sonst wüsste ich auch nicht mehr, was ich noch machen soll bei YouTube. Aber ich baue halt gerne. Ich bin halt Handwerker. Für mich ist das... Hat ja auch seine Berechtigung. Es hat ja auch eine wahnsinnige Entwicklung gegeben, die letzten 10 Jahre. Ja, brutal. Was da stattgefunden hat. Allein in diesen letzten 10 Jahren, was da stattgefunden hat. Ja. Ja. Wo wir da in den PS-Welten, in denen wir uns inzwischen bewegen, das sind ja Sachen da draußen unterwegs, das ist ja nicht mehr von dieser Erde. Also da gibt es ja Dinge, die sind nicht mehr fahrbar. Also die sind wirklich de facto nicht mehr fahrbar. Überleg mal, was ich gerade gesagt habe. Ich habe ein PX80-Gehäuse so aufgeblasen, dass ich jetzt 33 bis 35 PS versuche anzupeilen. Hm? Als ich 16 war, habe ich meine Fuffi frisiert. Ich weiß gar nicht, es gab ja keinen Prüfstand, wo ich hätte drauf fahren können. Da war das Ziel einfach schneller zu sein als die Kumpels. Mhm. Und die Bordmittel, die du hattest, waren halt sehr gering. Die 80er Jungs hatten ihre 139er Malossi oder ihre 135er DR drunter. Mhm. Und damit war die Tuning-Welt zu Ende. Jetzt kommen wir daher und sicherlich muss man ein bisschen Aufwand betreiben mit Schweißen und machen und tun. Aber ich stecke dir einen Quattrini 244 auf eine Kurbelwelle, mache einen Vergaser drauf und stampfe 31,6 PS in die Rolle. Und wir reden nicht darüber, dass man großartig gefräst hat. Bei dem neuen Projekt habe ich jetzt gefräst. Das sind schon Dimensionen, die sind schon... Das ist schon... Heute mit einer stoischen Selbstverständlichkeit pflasterst du das in die Rolle und bist eher angepisst, dass es dann nur 30 PS sind. Mhm. Ja? Du kommst aus derselben Zeit wie ich, wenn uns da. Früher wärst du mit der König gewesen, Alter, egal wo. Da wärst du mit 15 PS. 15 PS auf einer PX80? Alter, du hättest, hättest alle weggeschossen. Ja. Was du für ein Aufwand hast. Heute weißt du ja nicht mal mehr. Also, ich bezweifle, dass noch jeder von den Tunic-Leuten noch alle namhaften Zylinder kennt. Wir haben inzwischen so eine Band, wir haben inzwischen so viele Fabrikate schon, die kommen ja mit Kartzylinder, kommen mit sonst was um die Ecke. Ja. Da werden so viele Sachen inzwischen gemacht, da weiß ich nicht mehr alle Namen von. Ich sag mal, wer sich, also bestimmt nicht viele, aber die sich damit ernsthaft beschäftigen. Ja gut, die Klassiker, ja. Ob das jetzt ein VMC oder ein BGM und die Quattrinis, die kennt man alle. Mhm. Und auch die Sachen, die jetzt aus dem Hause EGIG etc. kommen, die sind ja jetzt inzwischen ja bekannt. Aber da kommen jetzt ja ganz, ganz andere inzwischen nach. Ja, also die Vielfalt. Ganz kleine Sachen kommen danach. Und auch, wie gesagt, Anpassungen von Kartmotoren habe ich jetzt gesehen. Ich höre das immer nur, weil für mich sind diese Sachen in der Nutzung nicht interessant, weil ich damit nirgendwo ankommen würde. Genau. Wobei ich tatsächlich mal Bock hätte. Du willst mir einen Roller bauen? Yay. Ich würde dir tatsächlich gerne mal einen Motor bauen wollen. Ich würde gerne mal wissen wollen, wie weit oder wie anfällig so ein 210 Malossi Sport mit, sagen wir mal, tatsächlich irgendwo zwischen 20 und 23 PS, wie weit man das treiben kann. Wie standhaft man das treiben kann. War das meine Batterie? Ja. Also ich denke, 20 PS kriegst du ohne Probleme auf lange Strecken. Ich glaube auch. Wobei es als so ist, für mich ist es eher eine Frage der Ersatzteilversorgung. In Europa hätte ich jetzt keinen Schmerz, mich auf sowas draufzusetzen. Ja. Aber wenn ich jetzt in Südamerika oder in Australien unterwegs bin, kriege ich halt dann keine Teile, wenn mir das Ding zerlegt. Ja, das ist richtig. Oder ich muss halt Wochen warten. Also ich hatte ja schon den Fall in Türkei. Nicht mehr EU. Nach 6 Tagen kriege ich Bescheid, dass mein Zylinder im Zoll hängt. Das nächste Mal, wo ich von diesem Ding gehört habe, obwohl ich noch versucht habe, den da rauszukriegen aus dem Zoll, mit Hilfe von einigen Türken,
war Tag 52 in Vladivostok. Ja. Habe ich das nächste Mal davon gehört, da habe ich dann die Annahme verweigert. Und dann wurde er vom türkischen Zoll verschrottet. Oh ja. Ja dann. Weil das Zeug einfach für mich nicht rechtzeitig ankam, ja, weil es genau. Leider falsch beschriftet war. Falsche Papiere dabei. Mein Lieber, lass uns Schluss machen, sonst kommen wir hier nie wieder weg. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Sehr, sehr Vielen gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal ein bisschen plauschen konnten, obwohl du nur wenig getrunken hast die ganze Zeit. Ich hatte dir noch eine Reserve dahingestellt. Ich würde sagen, wir hauen uns jetzt... auch schon leer. Ich wollte dich jetzt vor der Kamera nicht bloßstellen. Ach du Scheiße. Hast du schon so einen weggezischt hier? Alles klar. Aber ist auch nur Radler. Alles gut. Ja, schön, dass du da warst. Und jetzt würde ich sagen... wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar und ein Abo ist natürlich auch immer gerne gesehen. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee. Tschüss. Servus. So, das war's. Ah, mal gucken, ob hier alles funktioniert hat.